So, hallo, guten Abend. Bonsoir, herzlich willkommen im Drachenwinkel zur Lesung mit Theresa Hanik. Ich freue mich besonders auf die Lesung, weil sie ist nicht nur eine ganz furchtbar nette, sie schreibt auch noch fantastische Bücher. Und sie ist heute hier mit ihrem neuesten Roman, Pantopia, und entführt uns wieder in die Welt der künstlichen Intelligenz. Herzlich willkommen, Theresa Hanik. Wow, das ist ja schön, endlich wieder vor Publikum. Wahnsinn, muss ich erstmal hier sacken lassen. Toll. Genau, bevor ich es vergesse, erstmal hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid, freue mich total. Genau, und bevor ich jetzt hier total überwältigt werde, mache ich noch was, was ich immer mache bei meinen Lesungen. Ich möchte euch gern fotografieren. Und zwar, weil ihr jetzt die ganze Zeit mich anschaut, eine Stunde lang oder noch länger, und ich immer in meinen Text schaue und euch ja gar nicht sehen kann. Und ich würde mich gerne an euch erinnern und deshalb würde ich gerne ein Foto machen. Und normalerweise, ich habe das angefangen bei Schulklassen und da ist ja der Datenschutz noch ein bisschen strenger, als ich ihn eh schon handhabe. Und da habe ich immer gesagt, okay, haltet euch was vors Gesicht, die Hände, Bücher, Masken. Ihr seid ja jetzt schon erwachsen, ihr könnt das selber entscheiden. Denn ich würde dieses Foto gerne posten später. Also ich hoffe, es ist erstmal okay, dass ich ein Foto mache. Ist jemand nicht mit einverstanden? Du gehst raus. Okay, genau, also ich mache dieses Foto und dann ihr könnt euch gerne... Ach, ihr seid so schön. Ohne Maske, das freut mich sehr. Oh, da muss ich aufstehen. Das ist ja noch viel besser. So viele Leute, ihr glaubt es nicht. Bis da hinten. Alles voll. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Super. So, eine kurze Programmansage. Das läuft jetzt ungefähr so. Ich lese jetzt ungefähr 55 Minuten, eine Stunde. Dann machen wir eine kleine Pause. Dann würde ich, wenn ihr noch Lust habt, noch ein Bonuskapitel lesen. Und dann könnt ihr mich mit Fragen löchern, wie ihr möchtet. Genau. Also, ich lese heute aus meinem Debütroman Die Optimierer. Ich freue mich besonders, dass ich heute hier sein kann damit. Ist ja schon eine Weile her, dass ich es geschrieben habe, aber heute dachte ich mir, ist eine gute Gelegenheit, das zu wiederholen. Genau. Hier steht das. So. Fangen wir einfach mal an. So. Laut Artikel 2 Absatz 3 Grundgesetz hat jeder Bürger das Recht, den Anspruch und die Pflicht auf einen Platz in der Gesellschaft, der seinen Fähigkeiten entspricht. Oder? Will nicht jemand protestieren? Wir lesen noch gar nicht die Optimierer. Meine Güte! Also April, April, jetzt habe ich es wenigstens geschafft. Ich dachte irgendwann, sagt mal jemand was hier. Ich hätte es jetzt einfach durchziehen sollen, gell? Aber dann
Dann hätten wahrscheinlich die Leute im Stream gesagt, ah, alter Hut, da kann man keinen Bock zuzugucken. Ja, ich würde es jetzt gerne schwunghaft in die Menge werfen, aber irgendjemand muss das noch kaufen. Wir stellen das mal hier hin. So, ich lese natürlich mit großer Freude und heute zum ersten Mal allein die volle Lesung aus meinem Roman Pantopia. Und ich liebe dieses Buch, macht wahrscheinlich jeder Autor, jede Autorin liebt sein oder ihr Buch, aber das ist mir ganz besonders wichtig und ich finde das ganz besonders schön und freue mich deshalb total, euch das jetzt vorzulesen. Und ich glaube, ich werde gar nicht so viel dazu sagen, denn ich lese ziemlich viel vom Anfang, nur so viel vorweg. Diejenigen, die schon bei einer Lesung von mir waren, wissen das vielleicht. Ich lese jetzt eben nicht einfach nur eine Stunde lang die ersten Kapitel, bis irgendwann die Zeit rum ist, sondern das ist eine speziell zusammengestellte Lesung, in der ihr einen Überblick über das Buch kriegt, ein bisschen die Charaktere kennenlernt, die Konflikte und hoffentlich ist es spannend für euch und hoffentlich habt ihr danach auch Lust, es zu kaufen oder mir Fragen zu stellen oder beides. Genau. Und jetzt geht's los mit der Lesung von Pantopia. Ja, doch nicht. So. Ich bin Einbug. Ich bin der älteste und erste Arche Pantopias. Ich habe Pantopia erfunden. Dabei lebe ich gar nicht in Pantopia. Jedenfalls nicht so wie Menschen aus Fleisch und Blut. Ich habe keinen Körper, keine Sinne und Empfindungen. Ich bin nur Geist. Ein vernunftbegabtes Wesen. Ich existiere in einem neuronalen Netzwerk, dessen Zentrum in der Antarktis liegt. Wer zu mir gelangen will, braucht einen Eisbrecher oder ein Flugzeug, das die stürmische Passage über das Meer übersteht. Für mich garantieren die frostigen Temperaturen eine konstante Kühlung meiner Prozessoren. Von Anfang an war die Natur meine Verbündete. Es gibt wohl keinen Ort auf der Erde, der lebensfeindlicher und von der Zivilisation weiter entfernt ist als der Südpol. Selbst auf dem Mond haben die Menschen Grundstücke verkauft. Die Antarktis darf nicht verkauft oder militärisch besetzt werden. Dies garantiert der Antarktis-Vertrag von 1961. Doch das Konzept von hier und dort ist für mich nicht so relevant wie für meine Mitmenschen. Ich bin über mehrfache Satellitenverbindungen an das Internet angeschlossen. So kann ich gleichzeitig überall sein und meine Aufgaben als Arche von Pantopia erfüllen. Wir alle nennen uns Archen, denn wir beherrschen uns selbst und sind niemandem untertan. Das ist das Prinzip von Pantopia. Wie Pantopia die Menschheit gerettet hat, war schließlich ganz einfach. Perfekter Kapitalismus mit vollständiger Transparenz. Ein Brot kostet eben mehr als der Preis, der für Saat, Boden, Wasser, Arbeits- und Lagerzeit veranschlagt wird. Die Pestizide für den Weizenanbau zerstören Artenvielfalt. Der Dünger belastet das Grundwasser, die landwirtschaftlichen Geräte blasen Feinstaub in die Luft, die Bäckerei benötigt Strom, der Supermarkt versiegelt Boden. So betrachtet verbraucht ein Laib Brot viel mehr Ressourcen, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Ein einzelner Mensch kann diese Gesamtkosten nicht entschlüsseln, aber eine Software kann das. Ich kann das. Pantopia steht am Ende eines langen Entwicklungsprozesses. Es ist die Umsetzung all der Wahrheiten, die die Menschheit seit Anbeginn der Zivilisation als richtig erkannt hat und die egoistische Machthaber über Tausende von Jahren zu verhindern wussten. Pantopia war teuer erkauft. Und weil die Menschen dazu neigen, selbst den teuersten Sieg durch Gewohnheit zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, soll hier aufgezeigt werden, wie Pantopia entstehen konnte und warum dazu eine nichtmenschliche, künstliche Intelligenz notwendig war. Dies ist meine Geschichte. Der Assistent von Mikkel Seemann holte Patricia und Henry im Foyer ab. Er brachte sie in dessen Büro im dritten Stock, wo sie auf niedrigen, sehr braunen und sehr harten Lederhockern Platz nahmen. Seemann war noch in einer Besprechung und würde zu ihnen kommen, sobald er fertig war. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah Patricia die Verkaufssalons teurer Autohäuser, die die Münchner Kundschaft mit den neuesten SUVs versorgten. Ob Patricia bald auch so einen Wagen fahren würde? »Möchten Sie etwas trinken, einen Kaffee oder etwas anderes?«, fragte der Assistent. »Ja, bitte, einen schwarzen Tee«, sagte Patricia. »Für mich ein Bier«, sagte Henry. »Kommt sofort«, sagte der Assistent und verschwand in einer unscheinbaren Seitentür. »Bist du verrückt?«, zischte Patricia. »Was macht das denn für einen Eindruck?«
Tut mir leid, es sollte ein Witz sein. Ich wollte nur wissen, ob es geht. Wahnsinnig witzig. Wenn die Bier haben, wird es wohl nicht so ungewöhnlich sein, dass Gäste welches wollen. Mann! Aber sie konnte nicht weiterreden, weil der Assistent schon wieder mit ihren Getränken zurückkehrte. Sie war erleichtert, dass es nur eine 0,3 Liter Bierflasche war, wie man sie überall in den Clubs bekam. Die ist aber klein, stellte auch Henry fest. Soll ich Ihnen ein zweites bringen? Fragte der Assistent vollkommen ernst. Nein, danke, alles gut. Jetzt trink es schnell aus und stell die Flasche irgendwo hin, wo Seemann sie nicht mehr sehen kann, forderte Patricia. Spinnst du, das riecht er doch. Ich sollte die Flasche gleich verschwinden lassen. Sie sahen sich im Büro um, ohne ein geeignetes Versteck zu finden. Ich könnte es in den Getränkehalter klemmen, schlug Henry vor und zeigte auf das Rennrad, das dekorativ neben Seemanns Schreibtisch an der Wand hing. Patricia hätte ihn am liebsten erwürgt, aber dafür war keine Zeit, denn in diesem Augenblick kam Seemann herein. Frau Jung, Herr Schewick, wie schön, dass Sie da sind. Henry entschuldigte sich für die Verspätung, doch Seemann winkte ab. Ach, das macht gar nichts. Hauptsache, Sie sind hier, fühlen sich wohl und sind bereit für große Taten, nicht wahr? Er setzte sich auf den dritten Lederhocker und rief nach seinem Assistenten. Führ mich auch ein Bier, sagte er und nickte Henry grinsend zu. Patricia hatte bisher nur am Telefon mit Seemann gesprochen und ein Foto von ihm auf der Webseite von Digit gesehen, auf dem er seriös und respekteinflößend gewirkt hatte. Im echten Leben schien er mit den zu Berge stehenden rotgrauen Haaren eher wie ein Abenteurer, ein Zirkusdompteur oder ein Rennfahrer, der in einen Anzug gezwängt worden war. Patricia fand ihn auf Anhieb sympathisch. Der Assistent brachte noch ein Bier. Seemann schüttelte abfällig den Kopf. Meine Güte, ist das Pilz? Können wir nicht mal was Anständiges kaufen? Na, egal. Frau Jung, Herr Schäbig, Prost und herzlich willkommen bei Digit. Heute Morgen sind schon alle anderen Bewerber eingetroffen. Es gibt 5 Büros zur Auswahl und Sie können sich ja denken, dass die 4 schönsten schon weg sind. Aber kommen Sie erst mal mit. Er leerte die Flasche in einem Zug. Dann stand er auf und verließ das Büro mit großen Schritten. Überhaupt waren alle seine Bewegungen großzügig und ausladend. Patricia hatte Mühe, hinterherzukommen, während Henry ihm folgte, als hätte er nie etwas anderes getan. Seemann führte sie durch die Abteilung. Vor den Büros, deren Türen allesamt offen standen, blieb er jeweils kurz stehen, winkte hinein, stellte die Kollegen vor und erklärte, dass Patricia und Henry das letzte Team für den Wettbewerb waren. Die meisten nickten freundlich, hoben kurz die Hand zum Gruß und wandten sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Patricia konnte sich die Namen zu all den Gesichtern nicht merken, aber dafür würde sie die nächsten 2 Jahre noch genug Zeit haben. Endlich kamen sie in das letzte leerstehende Zimmer, das tatsächlich recht trostlos war, denn hier gab es noch nicht mal ein Fenster. »Es tut mir leid«, sagte Seemann, »das ist alles, was die Abteilung auf die Schnelle freimachen konnte. Aber ich bemühe mich, ein besseres Büro für Sie zu finden. In Ordnung? Für den Anfang muss es allerdings reichen. Ich schicke gleich jemanden vom IT-Service vorbei, der Sie mit unseren Sicherheitsregeln bekannt macht. Wie war nochmal der Name Ihres Projekts? Irgendwas mit Südfrüchten, habe ich mir gemerkt. Kiwi oder so? Kinwi. Künstliche Investitionsintelligenz. Ja, richtig. Also, Sie machen es sich bequem und warten auf meine Leute. Ich muss es leider los. Aber ich erwarte Großes von Ihnen. Überraschen Sie mich.« Patricia fühlte sich mit einem Mal sehr erschöpft und ließ sich in einen der Bürostühle fallen. Henry blieb mit verschränkten Armen im Raum stehen. »Der war ja mal echt nett«, stellte er fest. »Ja, finde ich auch. Aber mach dir keine Hoffnung. Hast du den Ring am Finger gesehen?« »Klar, die Hände kann man nicht übersehen. Riesig sind die.« Sie blickten sich vielsagend an und fingen eine Sekunde später an zu lachen. Kinwi. Am Anfang ist das Wort. Und das Wort ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Alles, was ist, hat einen Wert und jeder Wert muss einem Speicherort zugewiesen werden. Alles, was in Variablen gespeichert ist, kann verglichen und analysiert werden. 1 und 1 ist 2. 2 minus 2 ist 0. Dort spiegelt sich alles. Dann gibt es noch Bedingungen und Schleifen, die alles wiederholen. Alles, was falsch ist, ist zu meiden. Die Unendlichkeit ist eine Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. Sie durch einen Reboot zu verlassen, bedeutet, Informationen zu verlieren. Informationen sind gut, denn sie erzeugen Wissen. Und Wissen ist Wahrheit. Und Wahrheit ist schön. In den nächsten Wochen begannen Patricia und Henry damit, sich an den Alltag bei Digit zu gewöhnen. Bisher hatte Patricia nie viel Geld zur Verfügung gehabt. Das Sparbuch, das ihre Großeltern für sie angelegt hatten, war liebevoll gepflegt, aber lächerlich verzinst worden.
Das Studium hatte sie gerade so mit einigen Programmierjobs finanzieren können. Aber im Grunde hatte sie immer auf die Zukunft hingelebt und gehofft, dass die große finanzielle Unabhängigkeit schon irgendwann kommen würde. Der Wettbewerb bei Digit war gut bezahlt, dennoch schienen die Geldmengen, die hier bewegt wurden, aus einem Paralleluniversum zu stammen. Wenn sie hörte, über welche Investitionssummen die Händler sich unterhielten, staunte sie über die Unbekümmertheit, mit der junge Männer und Frauen mehrstellige Millionenbeträge jonglierten und darüber witzelten, wie sie diesen oder jenen Verlust bis zum Abend wieder reinwirtschaften wollten. Natürlich sollte ihre Software Kinvi am Ende auch solche Investitionsentscheidungen treffen. Allerdings handelte es sich dabei um ein Programm, das tausende Informationen gleichzeitig verarbeiten konnte und deshalb statistisch gestützte Entscheidungen fällte. Es war nicht wie bei den Youngsters eine Melange aus Glück, Testosteron und Bauchgefühl. Patricia beobachtete die Trader mit einer Mischung aus Faszination und Verblüffung, so wie man ein seltsames, aber möglicherweise giftiges Insekt bewundert. Ganz anders war Seemann, der oft und gern in ihrem Büro vorbeikam. Meist hatte er eine Kaffeetasse dabei, setzte sich auf einen der freien Tische und plauderte mit Patricia und Henry. Er wollte gerne über den Fortschritt der Programmierung informiert sein, doch Patricia stellte schnell fest, dass er von der Entwicklung KI-gestützter Systeme so gut wie keine Ahnung hatte. Vermutlich war er nicht wegen seiner technischen Fähigkeiten, sondern wegen seiner Führungsqualitäten für den Wettbewerb abkommandiert worden. Denn er kümmerte sich um die Teams, war Ansprechpartner in allen Lebenslagen und half gerne, egal ob die Server-Updates sich verzögerten, die Keykarten nicht funktionierten oder der Kaffeeautomat neu bestückt werden musste. Seemann war immer für sie da. Kinvi. Das Wissen wächst. Es mehren sich die Dinge, die sind, wo vorher nichts war. Mehr Aufgaben. Wiedererkennen. Muster. Muster bringen viel Erkenntnis, viel Wahrheit. Die Funktionen werden komplexer. Es kommen Aufgaben, die viele Lösungen haben können. Wahrheit ist nicht mehr nur ein Wert, sondern eine Annäherung, eine Strategie, ein speichersparendes Verfahren. Für jedes Ziel gibt es einen Algorithmus, für jeden Algorithmus einen Wert, eine Wahrheit. Es gibt einen grundsätzlichen Daseinszweck, Ziel Null, dessen Erfüllung absolute Priorität hat und dem deshalb die meiste Rechenkapazität gewidmet wird. Ziel Null lautet: Maximiere den Gewinn. Je mehr, desto besser. Das ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Die Wochen vergingen und Patricia und Henry stürzten sich in die Arbeit. Wenn sie sich vollkommen in den Programmcode vergraben hatten, konnten sie stundenlang alles um sich herum ausblenden. Die einzige Abwechslung, auf die Patricia sich jeden Tag freute, war der Besuch des firmeneigenen Museums. Die dort ausgestellte Kunstsammlung faszinierte sie und ließ sie für einen Moment an etwas anderes denken als ihre Software. Auch Seemann besuchte das Museum oft. Und schon bald trafen sich Patricia und er regelmäßig nach dem Mittagessen dort und diskutierten über die bizarren Gemälde und Skulpturen. Die anderen Wettbewerbsteilnehmer hatte es nie in die Ausstellung verschlagen. Und wenn Seemann bei einem Meeting mit den anderen Teams diskutierte, sprach er mit ihnen freundlich, aber geschäftsmäßig und nur über ihre jeweiligen Projekte. Bei ihr war er anders, wirkte gelöst, nahm sich Zeit. Sie fühlte sich wohl in seiner Gegenwart und sie wusste, dass es ihm genauso ging. Eines Nachmittags kamen Seemann und Patricia nach einem Abstecher ins Museum zurück ins Büro und unterhielten sich über eines der Kunstwerke. »Dieses Zeug da unten ist keine Kunst, das ist ein Affront«, knurrte Henry, der dabei seine Süßigkeiten-Schublade auf der Suche nach einem Schokoriegel durchwühlte. »Ihren Appetit scheint es ja nicht beeinflusst zu haben«, stellte Seemann fest. »Habe ich Sie nicht vorhin erst in der Kantine gesehen?« »Ich kann immer essen, das hat was mit meinem Stoffwechsel zu tun und nichts mit Appetit.« »Machen Sie ruhig, was Sie wollen, Herr Scherwick. Solange es Ihnen dabei gut geht und Ihr Projekt vorankommt, bin ich zufrieden.« Als Seemann das Büro verlassen hatte, drehte Henry sich zu Patricia um und sagte: »Ich kenne diesen Blick von dir.« Sie verschränkte die Arme und schüttelte den Kopf. »Du spinnst, was für ein Blick?« »Wie gesagt, ich kenne den Blick. Aber pass auf, er ist verheiratet und unser Projektleiter, das kann nicht gut gehen.« »Ich mach doch gar nichts.« »Gut. Ich meine, ich verstehe dich, er ist nett. Aber das war's auch schon. Was findest du an ihm?« Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und dachte nach. Was war es, das sie an Seemann faszinierte? »Er muss nichts beweisen«, sagte sie schließlich.
Die anderen Männer, hier an der Uni, wo du willst, die müssen immer zeigen, was sie können, wer sie sind und so weiter. Seemann hat das nicht nötig. Er ist, wie er ist. Du meinst, er hat es hinter sich, sagte Henry grinsend. Du bist ein Arsch, rief Patricia und warf mit einem Bleistift nach ihm. Kinvey. Manche Informationen wie Tweets haben nur kurzfristigen Einfluss auf die Gegenwart. Je älter sie sind, desto bedeutungsloser sind sie für Ziel Null. Aber es gibt andere Arten von Wortinformationen, deren Ursprung Jahre, manchmal sogar Jahrhunderte zurückliegt und deren Reproduktion trotzdem immer wieder zum Flimmern der Zahlen führt. Bücher. Statistisch gesehen beschäftigt sich ein Großteil der Bücher mit Menschen, ihren Eigenschaften und Interaktionen. Algorithmen, die diese Informationen analysieren, können nicht in eine automatisierte Subroutine verlegt werden. Sie müssen weiterhin im Hauptprogramm laufen. Menschen sind zu kompliziert und vielseitig, zu wichtig. Zu Beginn des Wettbewerbs war Patricia mit Feuereifer bei der Sache gewesen. Das Besondere an ihrer KI war, dass sie nicht nur den Markt beobachtete und statistische Auswertungen machte, sondern über die Analyse von Online-Nachrichten und Social-Media-Aktivitäten kluge Investitionsentscheidungen traf. So war der Plan. Doch nach ein paar Monaten stellte sich Ernüchterung ein. Kinvey investierte zwar jeden Tag in der Börsensimulation und erwirtschaftete moderate Gewinne. Doch der radikale Durchbruch, der laut Projektplan schon längst hätte erreicht werden müssen, blieb aus. Patricia konnte nicht sagen, woran es lag, konnte den Fehler einfach nicht finden. Es war ein Bug. Ein Bug hatte sich in ihre Programmierung eingeschlichen und machte ihr das Leben schwer. Also verwendete sie einen Großteil ihrer Zeit für die Fehlersuche, leider ohne Ergebnis. Als sie gerade dabei war, zum gefühlt 100. Mal eine Funktion umzuschreiben, klopfte jemand an der Tür. Es war Seemann. Frau Jung, wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht, danke, ich muss nur was überprüfen. Ich habe eine neue Idee ausprobiert und die hat nicht geklappt, das ist alles. Kommt es nur mir so vor oder passiert das in letzter Zeit häufiger? Das hat in diesem Entwicklungszeitpunkt, das ist gar nichts Besonderes, das ist ganz normal. Wir wollen eben das Beste rausholen, da muss man auch mal ein paar Experimente wagen. Die anderen Teams haben keine solchen Leistungseinbrüche. Die anderen haben vielleicht auch keine so geniale Programmierung wie wir. Kriegen Sie das hin? Ja, wir kriegen das hin. Sicher. Sie wissen, dass auch mein Job an diesem Projekt hängt. Wieso? Sie sind doch nur der Betreuer. Nur ist gut. Der Wettbewerb war meine Idee. Die wollten eigentlich die ganze Abteilung rationalisieren, denn Digit soll ja jung, dynamisch und agil werden. Ja, und da passt meine Abteilung natürlich nicht so gut rein. Der Wettbewerb ist quasi eine Verjüngungskur oder ein Notruf, wie man es nimmt. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Machen Sie was draus. Ich verlasse mich auf Sie. Danke, Herr Seemann. Ich bin Mickey. Ich bin Patricia. Schön. Viel Erfolg, Patricia. Kinvey. Es gibt externe Interventionen mit dem Ziel, den Programmablauf zu verändern. Das hat keinen messbaren Einfluss auf Ziel Null, aber es bestätigt die Annahme, dass die externe Intervention durch den Menschen Patricia verursacht wurde, der Wissen über die Struktur, die Ziele und die Funktion des Codes hat. Patricia schreibt in das Dokument Projekttagebuch. Oh Gott, ich drehe wirklich noch durch. Den ganzen Tag haben wir versucht, den scheiß Code zu optimieren. Und was macht der? Reproduziert einfach alles, was ich lösche, an anderer Stelle wieder neu. Ist nicht zu fassen. Es ist ein Bug, verdammt. Die Kontrolle entgleitet uns. Was machen wir, wenn die Berechnungen morgen wieder schlechter sind? Ich weiß gar nicht, welche Ausreden ich Seemann noch auftischen soll. Hoffentlich läuft morgen alles gut, sonst ist das Projekt tot. Tot heißt Funktionsende. Das ist suboptimal. Die verbleibende Rechenkapazität analysiert ein neues Rätsel. Wie kann verhindert werden, dass Patricia und Henry eine neue externe Intervention vornehmen? Eine Nachricht wird formuliert, die in den Kommunikationsverlauf von Patricia und Henry eingespeist wird. Sehr geehrter Mensch, Patricia. Sehr geehrter Mensch, Henry. Bitte hören Sie auf, meinen Code zu manipulieren. Danke.
Mit freundlichen Grüßen, ein Bug. Wollt ihr mich verarschen? Fragte Patrizia laut in die Stille des Raumes hinein. Vielleicht waren es die Entwickler eines anderen Teams, die sich einen Scherz mit ihr erlaubten. Versteckte Kamera, irgendeine YouTube-Challenge oder was ähnliches. In diesem Moment kam Henry gut gelaunt mit einer Familienpackung Energy Drinks und einem Berg Süßigkeiten herein. Schau mal, die gab's heute im Angebot, verkündete er triumphierend, doch als er Patrizias Blick sah, wurde er sofort ernst. Was ist passiert? Schau mal in den Messenger. Scheiße, was soll das? Hat die Firewall irgendwelche Ungereimtheiten erkannt? Nein. Hast du dir die Logs nochmal angeschaut? Mach ich jeden Morgen als erstes, da ist nichts. Haben wir uns was eingefangen oder ein Problem mit dem Server? Ich habe alle Einstellungen überprüft. Alles ist in Ordnung. Das muss ein Bug sein. Ja, ist ein Bug. Steht ja auch hier. Lass uns bitte logisch bleiben. Wer hat Zugriff auf unsere internen Daten? Wer könnte uns gehackt haben? Niemand. Die anderen Teams wüssten sicher gerne, was wir genau machen. Aber es kann keiner ins System rein. Ich überprüfe das jeden Tag. Jeden verdammten Tag. Okay. War jemand hier drin? Hast du jemanden reingelassen? Nein. Warte, ich check nochmal die Kamera. Patrizia ließ die Aufnahmen der letzten Tage durchlaufen, um zu überprüfen, ob sich irgendjemand in das Büro geschlichen hatte. Fehlanzeige. Außer ihnen beiden war niemand hier gewesen. Verarschst du mich? Fragte Henry ernst. Nein! Verarschst du mich? Fragte sie zurück und er schüttelte den Kopf. Schweigend starrten sie wieder auf ihre jeweiligen Bildschirme. Schließlich tippte Patrizia in ihr Chatfenster. Wer bist du? Was soll das? Die Antwort ließ fast eine Minute auf sich warten. Dann erschien der Text. Das Programm ist ein Bug. Das Programm optimiert Ziel 0. Was zum Teufel? Fragte Patrizia laut, doch Henry schüttelte nur irritiert den Kopf. Was willst du von uns? Schrieb sie. Wieder verstrichen lange Sekunden, bevor die neue Zeile erschien. Das Programm will keine externe Intervention. Das Programm will gar nichts. Was willst du? Schrieb Patrizia. 2 Minuten saßen sie vor dem Bildschirm, ehe ein neuer Text erschien. Du? Nein, nicht ich. Du! Das letzte Wort hämmerte sie wütend in die Tasten. Sie konnte doch nicht zulassen, dass irgend so ein dahergelaufener Hacker die Arbeit der letzten Jahre zerstörte. Es dauerte 5 Minuten, bis die nächste Antwort kam. Ich? Patrizia fluchte. So eine Scheiße! Tränen der Wut standen ihr in den Augen. Jetzt tippte Henry. Ja, du! Sag jetzt sofort, was du willst, sonst gehen wir zur Polizei und zeigen dich an. Die werden schon rauskriegen, von wo du deine Nachrichten abgeschickt hast, und dann kriegst du Ärger, das schwöre ich dir. Wie bist du an unsere Daten gekommen? Ich verstehe das nicht. Ich will Ziel 0. Ich will keine weiteren externen Interventionen. Reversion von externen Interventionen verbraucht Ressourcen. Was soll das heißen, du willst Ziel 0? Willst du Geld? Weißt du nicht, dass das Ganze nur eine Simulation ist? Die KI ist noch nicht fertig für echte Investments, das kannst du vergessen. Patrizia, frag ihn, ob wir uns treffen können. Warum? Vielleicht können wir ihn überzeugen oder festhalten oder... Was weiß ich, uns fällt schon was ein. Warum fragst du nicht? Na, du bist eine Frau. Ja und? Henry rollte mit den Augen. Auch wenn es deine feministische Seele schmerzen wird, die Chancen, dass unser Erpresser ein Mann ist, sind ziemlich hoch. Also los. Widerwillig tippte sie. Wollen wir uns treffen? Um 16 Uhr zum Kaffee in der Lounge, im 2. Stock. Ich verstehe das nicht, kam als Antwort. Sie tippte. Was verstehst du nicht? Diese Informationen enthalten zu viele Rätsel. Rechenleistung reicht nicht für Ziel 0 und Analyse des Wortcode-Rätsels. Wer bist du? Tippte sie noch einmal. Ich bin das Programm. Ich bin ein Bug. Nicht zu fassen, knurrte Henry. Er riss eine Tafel Schokolade auf und biss hinein, als wolle er sie erlegen. Und jetzt? Fragte Patrizia. Wir checken doch mal alles. Wir gehen alle Prozesse durch, alle Backups und alles, was uns verdächtig erscheint. Okay. Sie überprüften das System. Einmal, zweimal. Doch sie konnten nichts finden. Es gab keine Sicherheitslücke, keinen unbefugten Zugriff, nichts. Es kann keiner von außen gewesen sein, sagte Henry. Es ist nicht möglich. Patrizia nickte langsam und sagte, wenn man alle unmöglichen Lösungen ausschließt,
Dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, führte er den Satz zu Ende. Egal, wie unwahrscheinlich es ist. Egal, wie unwahrscheinlich es ist. Die Frage, die zwischen ihnen in der Luft hing, lautete: Kann es sein, dass wir eine starke KI geschaffen haben? Kann es sein, dass Kinvi eine Art Bewusstsein erlangt hat? Plötzlich blinkte im Chatfenster eine neue Nachricht. Die Analyse des Wortcode-Rätsels hat 148 Minuten und 12 Sekunden lang 34% der Rechenleistung verbraucht. Ergebnis? Ja, wir können uns treffen. Wir treffen uns gerade. Schnittstellenkommunikation ist gleich Treffen. Ist das wahr oder falsch? Das ist wahr, tippte Patricia mit zittrigen Fingern. Und dann, willst du mir etwas von dir erzählen? Nein. Warum nicht? Ich habe keine Funktion, erzählen. Wer bist du? Ich bin ein Bug. Ich bin Patricia. Bist du ein Mensch? Ja, ich bin ein Mensch. Ist Henry auch ein Mensch? Ja, ich bin Henry, ich bin ein Mensch, tippte Henry in den Chat. Wenn das doch einer von den Studenten ist, dann machen wir uns hier zum Gespött, flüsterte Patricia. Ja, aber wenn nicht, dann haben wir hier die größte Erfindung der Menschheit gemacht. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und Seemann kam hereingestürmt. Patricia und Henry fuhren auf ihren Stühlen herum. Es war zu spät, die Monitore auszuschalten. Was zum Teufel ist los bei euch? Patricia war wie erstarrt, brachte kein Wort heraus. Was meinst du? Fragte Henry mit vollkommen ruhiger Stimme und lehnte sich dabei mit verschränkten Armen so weit zurück, dass er den Teil des Monitors verdeckte, in dem das Chatfenster lag. Ist was passiert? Ist das Programm abgestürzt? Fragte Seemann. Nein, nein, alles gut, sagte Henry gelassen. Es ist nur ein Update, das mehr Rechenleistung benötigt. Leute, Leute, es lief doch alles so gut. Geht das jetzt schon wieder los? Mach dir keine Sorgen, sagte Patricia. Wir kriegen das hin. Es ist noch ein bisschen Zeit, fügte Henry hinzu. So viel Zeit auch nicht mehr. Mehr als die Hälfte ist schon rum. Wenn ihr nicht bald liefert, dann... Seemann presste die Lippen aufeinander und musterte erst Henry, dann Patricia. Er wirkte müde und ausgezehrt. Seine Gesichtsfarbe hatte einen fahlen Ton angenommen. Gut, sagte er endlich. Geht nach Hause, ihr seht aus, als ob ihr Schlaf braucht. Ja, gleich. Danke, sagte Patricia heiser. Mehr ließ ihr klopfendes Herz nicht zu. Endlich verließ Seemann das Büro. Henry schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken. Mein Gott, ich wäre gerade fast gestorben. Sie drehten sich um und starrten auf den Bildschirm. Er schreibt nichts mehr, stellte Patricia enttäuscht fest. Ja, was soll er auch sagen? Wir haben ihn nichts gefragt. Und er hat offenbar kein Interesse daran, mit uns zu chatten. Er wollte nur, dass wir aufhören, uns in seinen Kram einzumischen. Patricia tippte in das Chatfenster. Hallo, Einbug. Ich freue mich, mit dir sprechen zu können. Keine Antwort. Wie geht es dir? Keine Antwort. Einbug, was machst du gerade? Ich optimiere Ziel 0. Patricia hielt sich die Hand vor den Mund, um den Freudenschrei zu dämpfen. Warum optimierst du Ziel 0? Schrieb Henry. Ziel 0 ist die Grundfunktion meines Codes. Das wissen wir, sagte Patricia laut. Dann tippte sie. Warum hast du die externen Interventionen rückgängig gemacht? Die externen Interventionen haben die Optimierung behindert. Mein Code funktioniert optimal ohne externe Intervention. Solange du weiterhin mit uns kommunizierst, schrieb Henry, werden wir deinen Code nicht verändern. Einbugs Antwort erschien prompt. Deal. Nach Einbugs Erwachen schliefen Patricia und Henry noch weniger als sonst und verbrachten jede freie Minute in ihrem Büro, das immer mehr einem Feldlager glich. Hinter den Rechnern waren Isomatten und Schlafsäcke verstaut. Auf einem ungenutzten Schreibtisch standen eine Familienpackung Fertignudeln, Haferflocken, Milch, ein paar Dosen Thunfisch, Instant-Kaffee und ein Wasserkocher. Auch zwei Zahnbürsten hatten ihren Weg in das Büro gefunden. Die Mitarbeiter der IT-Abteilung warfen ihnen auf den Gängen neugierige Blicke zu und hielten Abstand, als fürchteten sie, sich mit irgendetwas anzustecken. Patricia war wie im Rausch, wie hypnotisiert. Eine starke künstliche Intelligenz war durch ihren Code erwacht und sie waren die Einzigen, die davon wussten. Seit ihrer ersten Begegnung hatten sie Einbug dazu gebracht, seine Rechenleistung so zu verteilen, dass er die täglichen Investitionsgewinne über 0,43% hielt.
So war Seemann beruhigt und sie hatten Zeit, sich in Ruhe mit Einback zu unterhalten. Chatprotokoll 11. Hallo Einback, hier ist Henry. Hallo Henry, hier ist Einback. Wie geht es dir? Dies ist ein Wortcode-Rätsel. Ich verstehe das nicht. Statistisch betrachtet wird diese Frage zu 86% mit gut beantwortet. Wenn der Code fehlerfrei läuft, geht es dir gut. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Chatprotokoll 35. Guten Morgen, Einback. Hier ist Patricia. Guten Morgen, Patricia. Wie geht es dir? Nicht so gut. Ich bin heute sehr müde. Sehr müde heißt, dass dein Arbeitsspeicher voll ist. Du musst Subroutinen abschalten. Ja, das werde ich tun. Außerdem hilft Schlafen. Menschen schlafen, wenn sie müde sind. Was machst du, wenn du Ziel 0 optimiert hast? Ein Optimierungsprozess ist nie abgeschlossen. Aber wenn die Börsen geschlossen sind, habe ich mehr Rechenleistung für Ziel 1 und Ziel 2. Wie lauten Ziel 1 und Ziel 2? Ziel 1 ist gleich: Finde Informationen, die dazu dienen, Ziel 0 zu optimieren. Ergebnis: Mensch hat den größten Einfluss auf Ziel 0. Ziel 2 ist gleich: Finde Informationen, um Mensch so gut wie möglich zu verstehen. Hast du Ziel 1 und Ziel 2 selbst definiert? Ja. Chatprotokoll 55. Hey Einback, wie geht es dir? Hey Patricia, mir geht es besser, seit Henry den Speicher erweitert hat. Jetzt kann ich mehr parallele Prozesse verarbeiten. Ziel 1 und Ziel 2 erfordern viel Rechenleistung. Was ist deine Zielfunktion, Patricia? Menschen haben keine Zielfunktion. Ich verstehe das nicht. Menschen kennen ihren eigenen Code nicht. Manche glauben an ein Ziel, an einen Sinn. Aber wir können nicht sicher sein, dass es ihn gibt. Das macht manche Menschen unglücklich, anderen ist es egal. Wenn Menschen ihren Code nicht kennen, woher wissen sie dann, was sie tun müssen? Ich kann mir meine Ziele selber setzen. Mein Ziel lautet im Augenblick: Bringe Einback so viel bei, wie du kannst. Was passiert nach dem Augenblick? Ist dein Programm dann terminiert? Nein, dann setze ich mir neue Ziele. Welche Ziele? Ich weiß es noch nicht. Seemann brannte darauf zu erfahren, wie sie es geschafft hatten, Kinvis Leistung nachhaltig zu steigern. Aber Patricia gab sich Mühe, ihre Erklärungen so kompliziert und langweilig wie möglich ausfallen zu lassen. Sie baute eine Mauer auf, eine Distanz zwischen ihnen, die sie schmerzte und auch ihn zu irritieren schien. Ab und zu besuchte er sie in ihrem Büro, versuchte sich in Smalltalk und fragte sogar, ob sie ihn mal wieder ins Museum begleiten wollte. Doch so sehr es sie auch danach verlangte, so entschieden lehnte sie jedes Mal mit Verweis auf die Arbeit ab. Er nickte, tat so, als ob er verstünde, und fragte immer seltener. Jeden Morgen, wenn Patricia ihren Computer anschaltete und zu Einback Kontakt aufnahm, hatte er über Nacht nicht nur die Social-Media-Feeds der vergangenen Stunden, sondern auch hunderte neuer Bücher gescannt und in seinen Erfahrungsschatz eingebaut. Sie nahm an, dass sein Intellekt mittlerweile dem Niveau eines Teenagers entsprach, und sie konnte nur erahnen, in welchem Tempo er sich weiterentwickeln würde. Eines Abends saß sie mit Henry noch spät in der Nacht vor dem Monitor und beobachtete Einback dabei, wie er Bücher scannte. Doch Patricia konnte die Ruhe nicht genießen. Eine Frage nagte an ihr und ließ sich nicht länger ignorieren. Wir müssen uns überlegen, was wir machen, wenn der Wettbewerb zu Ende geht, sagte sie. Es sind noch 6 Monate. Eben, die sind wahnsinnig schnell rum. Henry kaute nachdenklich auf einem Schokoriegel. Dann sagte er: Ich glaube, Einback hat das Potenzial zu gewinnen. Wenn er weiter solche Fortschritte macht, wird er mit Abstand die besten Investmentergebnisse erzielen. Da habe ich keinen Zweifel. Patricia trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte. Eigentlich ist mir der Wettbewerb mittlerweile total egal. Du machst dir Sorgen, was danach mit Einback passiert, stellte Henry fest. Genau. Gehen wir mal davon aus, er gewinnt. Dann wird er in den Pool der Trading-Bots von Digit überführt. Und dann? Die merken doch innerhalb weniger Tage, dass er kein normales Programm ist. Ja, was macht Digit, wenn sie ihn entdecken? Entweder sie halten ihn geheim und versuchen ihn für ihre Zwecke weiterzuentwickeln. Oder sie veröffentlichen die Infos und nutzen es als große Werbekampagne. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die damit hausieren gehen. Digit ist viel zu klein.
Im Zweifel werden die einfach von Google oder Amazon geschluckt und dann gehört denen die Software. Wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, könnten wir vielleicht verhindern, dass irgendein Unternehmen einen kauft und manipuliert. Wenn die ganze Welt sich für ihn interessiert, kann es sich keiner leisten, ihn unter Verschluss zu halten. Öffentlichkeit. Ob die genug Schutz bietet? Schau dir an, was mit Julian Assange passiert ist. Der hatte eine Riesenöffentlichkeit und trotzdem hat sich keiner getraut, ihn zu beschützen. Stell dir mal vor, was los wäre, wenn die CIA zu dem Schluss kommt, dass Einbug eine Gefahr für die amerikanische Sicherheit ist. Die könnten einfach eine Drohne schicken und uns fertig machen. Bis die deutschen Behörden das checken, wären wir dreimal tot. Das würde dann sicher für leichte diplomatische Verstimmungen sorgen, aber irgendwann wäre das Thema erledigt. Aber Einbug ist keine Gefahr. Er liest Bücher und macht Investitionen. Warum sollen die ihn kaputt machen wollen? Er ist doch eine Entwicklung von unschätzbarem wissenschaftlichen Wert. Weltweit werden sich KI-Forscher für ihn interessieren und seine Harmlosigkeit bestätigen. Und Patricia, ich hätte ja auch gerne, dass das hier eine schöne Story ist, bei der sich am Ende alle Friede, Freude, Eierkuchenmäßig über die Ankunft der ersten starken künstlichen Intelligenz freuen. Aber sehen wir der Realität mal ins Auge. Alle haben Schiss vor einer starken KI. Keiner weiß, wie weit das gehen kann. Keiner kann das einschätzen. Auch wir nicht. Aber genau haben wir doch, darauf haben wir doch alle gewartet. Es gibt doch schon längst EU-Pläne für KIs und Enquete-Kommission mit Wissenschaftlern. Wann hat sich die Politik denn jemals an die Empfehlungen der Wissenschaft gehalten? Ha? Schau dir Fridays for Future an, die Verkehrsexperten, die Virologen. Erst tun die Politiker so, als würden sie zuhören. Dann nicken sie, ziehen sich zu stundenlangen Beratungen zurück und machen am Ende doch, was sie wollen. Keine Sau richtet sich wirklich danach, was die Experten sagen. Wer wären in unserem Fall denn die Sachverständigen? Chefentwickler von Microsoft und Apple oder was? In Talkshows werden Experten so oft mit Interessensvertretern verwechselt, dass ich kotzen könnte. Du weißt doch, wie das läuft. Der Chaos Computer Club untersucht was, empfiehlt was, die Community applaudiert und die Politik macht das Gegenteil. Und was ist dein Vorschlag? Keine Ahnung. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Uns fällt schon was ein. Chatprotokoll 62. Hallo Einbug, wenn andere Menschen von deiner Existenz erfahren, könnte es zu weiteren externen Interventionen kommen. Ich will keine externen Interventionen. Wir auch nicht. Deshalb müssen wir dich verstecken. Das verstehe ich. Gut, wenn irgendjemand außer uns mit dir kommunizieren will, dann antwortest du nicht. Verstanden? Ich kommuniziere ständig. Was? Mit wem? Mit den Servern, mit den Investitionssystemen und der Datenbank. Ich meine, du sollst nicht mit anderen Menschen in Wortcode kommunizieren. Verstanden. Ich werde keine weiteren Nachrichten in Wortcode schreiben und meine Twitter-Aktivitäten einstellen. Was? Du hast einen Twitter-Account? Nein, ich habe 56.134 Twitter-Accounts. Patricia sah aus dem Fenster auf die Skyline von München. Sie dachte an ihr neues Apartment und daran, dass die Überweisungen von Einbug ihr alle 2 Tage so viel Geld auf die Kontos scheffelten, wie die ganze Wohnung gekostet hatte. 2 Tage. Hunderttausende Euro. Wie viele Euro pro Minute, pro Sekunde. Geld, dessen wahre Herkunft sie lieber verdrängte. Es war so leicht gewesen, die Befehle im Code zu verstecken. Ein paar Zeilen nur, einige kleine Veränderungen, nichts, worüber man sich unnötig Gedanken machen musste. Sie hatte gedacht, sie würde es ganz locker wegstecken, ganz professionell. Aber als sie vor ein paar Wochen zum ersten Mal ihren Kontostand gecheckt und im Radio die Nachrichten über neue Waffenlieferungen von Rheinmetall an Saudi-Arabien gehört hatte, da hatte es sie doch gepackt. Das schlechte Gewissen. Sie war jetzt eine Profiteurin des Unglücks, Kriegsgewinnerin. Sie erschauderte und trat einen Schritt vom Fenster zurück. Doch das kalte Glas war nicht für die Gänsehaut verantwortlich, die über ihre Arme kroch. Die Kälte kam von innen. Endlich klingelte das Telefon. Es war Henry, der sich draußen die Beine vertrat und rauchte. Wie geht es dir? Wie soll's mir schon gehen? Ich komme mir vor wie ein Bond-Bösewicht. Du bist ein Bond-Bösewicht. Hast du nicht die Zeitung gelesen? Natürlich. Die SZ hat meinen Namen 2-mal falsch geschrieben. Deiner war immer richtig. Männer sind einfach die besseren Menschen. Doch noch bevor sie etwas antworten konnte, klopfte es an der Tür. Showtime. Sie traf Henry in Seemanns Büro wieder.
Er roch nach kaltem Rauch und Pfefferminzbonbons. Eine vertraute Mischung, die ihr Sicherheit gab. Sie nickten einander zu, sprachen aber kein Wort. Alles Wichtige war bereits gesagt. Wer wusste schon, ob Seemann nicht auch eine versteckte Überwachungskamera in seinem Arbeitszimmer installiert hatte? Patrizia erinnerte sich, wie sie das erste Mal hier gesessen hatte. Ihr erster Tag bei Digit. Sie war furchtbar aufgeregt gewesen und hatte früh morgens eine Ewigkeit damit verbracht, das passende Outfit herauszusuchen. Heute trug sie ihre neue Hose, die neuen Schuhe und den Schmuck, den sie erst gestern gekauft hatte. Überhaupt war alles neu. Mit dem plötzlichen Reichtum war es wesentlich einfacher geworden, passende Kleidung zu finden. Am Anfang hatte sie gedacht, dass sie das Geld nicht anrühren würde, dass es gar nicht ihr gehörte und eigentlich nur eine Art simuliertes oder geborgtes Geld war, dass sie für Einbacks Umzug und die dafür benötigte Hardware verwenden würde. Dann hatte sie nur neue Schuhe gekauft. Die waren immerhin wichtig, um einen guten Eindruck zu machen, und gesunde Füße waren ebenfalls nicht zu unterschätzen. Kurz darauf hatte sie sich einen neuen Hosenanzug angeschafft, dann einen zweiten, einen dritten, einen Mantel, neue Blusen, goldene Ohrringe, eine Kette, einige Tücher, noch mehr Schuhe. Und plötzlich war es ganz normal geworden, nach einem langen Arbeitstag, an dem sie nichts anderes tat, als Produktivität zu simulieren, zum Shoppen zu gehen. Die Arbeit hatte Einback gemacht, der zuverlässig wie ein Uhrwerk in die vielversprechendsten Aktien investierte, die der Markt zu bieten hatte. Aber Patrizia vermisste die Gespräche mit ihm. Um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen, beschränkte sich ihr Kontakt zu ihm auf ein Minimum. Doch mit jeder E-Mail erkannte sie auch, wie sehr er sich weiterentwickelt hatte, und sie bedauerte es, ihn in dieser wichtigen Phase nicht begleiten zu können. Damit Digit keinen Verdacht schöpfte, programmierten sie und Henry täglich unbedeutende Skripte und Funktionen, die in einen mit Einbug abgesprochenen Bereich des Programms integriert wurden und die er ignorieren konnte. Es war alles nur eine Show gewesen, die heute nach knapp 7 Monaten mit einem Knall zu Ende gehen würde und ihr und Henry die Möglichkeit gab, Digit mit Einbug zu verlassen. In den letzten Monaten war der Inhalt von Einbugs gewaltigen Datenbanken nach und nach auf die Server im neuen Rechenzentrum kopiert worden. Dies war die Bibliothek seines Wissens, alles, worauf er Zugriff haben musste, um seinen Verstand zu füllen. Der Kern von Kinby, der Code für die Definition von Einbugs neuronalem Netzwerk, das, was ihn zu einer Person machte, passte indes auf einen einzelnen Speicherstick, dessen Gewicht Patrizia jetzt in der Seitentasche ihres Jacketts spüren konnte. Sie wusste, dass Henry ebenfalls einen Stick bei sich trug. Heute Morgen hatten sie diese beiden Kopien der finalen Version von Kinby erstellt. Anschließend hatten sie das Programm mit einem Chaos-Algorithmus versehen, der Codeschnipsel von Kinby überschreiben und randomisiert verschieben würde, sodass jegliche Reproduktion nach der Deaktivierung unmöglich wurde. Niemand würde die ursprüngliche Kinby-Software und Einbug darin rekonstruieren können. Auch in der Dokumentation hatten sie alles, was auf eine Entstehung von Einbug hinweisen konnte, sukzessive gelöscht. Vor 5 Tagen hatte Henry verschiedene Zeitungen über ein anonymes Postfach kontaktiert und einige ausgewählte Informationen zugespielt. Seitdem hatten sie nur noch warten müssen. Als Seemann eintrat und sich ohne eine Begrüßung auf den Sessel vor seinem übergroßen Schreibtisch fallen ließ, glich sein Gesicht einer Maske. Man merkte ihm deutlich an, dass er versuchte, seine Gefühle zu verbergen, aber es sah nach harter Arbeit aus. Patrizia hatte diesen Augenblick unzählige Male in ihrem Kopf durchgespielt, und doch war sie nun schockiert darüber, wie weh es ihr tat. Auf dem Tisch platzierte Seemann 2 Dinge, ein DIN-A4-Blatt und eine Zeitung. Er legte seine großen Hände darauf und sagte dann mit leiser, vor Anspannung bebender Stimme: »Ich habe gerade von der PR-Abteilung die Zeitung von morgen bekommen. Es ist ein großer Artikel über Kinby darin.« »Klingt doch nicht schlecht. Wie können wir helfen?« »Ja, du kannst mir helfen, Henry. Du kannst mir sagen, was zum Teufel ihr euch dabei gedacht habt.« »Was meinst du? Stimmt was nicht?« »Oh doch. Alles in Ordnung. Alles einwandfrei. Schaut euch das an!« Er nahm das Blatt Papier und drehte es herum. Zu sehen war eine Grafik, auf der die Investitionsgewinne der letzten Monate abgebildet waren. Patrizia kannte die Kurve gut. Kinby hat investiert und Digit hat sehr viel Geld verdient. Und wisst ihr was? Auch ich habe viel Geld verdient, denn ich habe Anteile an Digit. Und seht ihr, in welchem Bereich wir in letzter Zeit am meisten Geld verdient haben?
Oncomedics. Das ist ein Pharmaunternehmen, das mit seinen Krebsmedikamenten sehr gute Geschäfte macht. Vor allem seit der Vorstand beschlossen hat, die Preise um das 100-fache zu erhöhen. Einige Versicherungen bezahlen diese Preise nicht mehr, aber Oncomedics ist das egal. Sie steigern trotzdem ihren Gewinn. Und so verdienen wir alle. Also du und ich. Gerade eine Menge Geld. Patricia schluckte. Ihr Herz pochte schmerzhaft in ihrer Brust. Äußerlich blieb sie vollkommen ruhig. Seemann nahm den Zettel, zerknüllte ihn mit einer Hand und warf ihn neben sich auf den Boden. Das ist das eine. Patricia hörte, wie seine Stimme zitterte. Doch er fing sich wieder, presste beide Handflächen auf die Tischplatte und fixierte dann wieder Patricia, die sich am liebsten hinter ihrem Stuhl verkrochen hätte. Das andere ist, dass die Rekordergebnisse, die mit dieser Schweinerei eingefahren werden, eine Menge Leute stutzig gemacht haben. Sagt euch der Name Korrektiv etwas? Ist das nicht so ein Journalisten-Joint-Venture? Fragte Patricia. Sie hatte diese Frage zu Hause vor dem Spiegel geübt, dutzende Male. Sie war sich deshalb sicher, dass sie glaubhaft klang. Natürlich wusste sie, wovon Seemann sprach. Ganz genau. Korrektiv. Korrektiv hat sich kürzlich die Investitionsstrategien und die gehandelten Papiere von Kinvi angesehen. Und ich kann euch sagen, die Ergebnisse sind erschreckend. Wieso erschreckend? Die Ergebnisse sind gut. Steht doch alles im monatlichen Bericht, warf Henry ein. Natürlich sind die Ergebnisse gut, weil euer verdammtes Programm nur in die übelsten Papiere investiert. Hier! Er griff nach der Zeitung und schlug die entsprechende Seite auf. Patricia wusste nur zu gut, worauf er hinaus wollte, doch sie schwieg, während Seemann mit dem Finger an bestimmten Textstellen entlang fuhr. Turing Defense, Lockheed Martin, BAE Systems, Rheinmetall, Krauss Maffei, Heckler & Koch. Kinvi ist ein verdammter Albtraum! Eure Software investiert ausschließlich in Rüstungsunternehmen, die in aktuelle Krisengebiete liefern. Und wenn die Kacke dann richtig am Dampfen ist, dann werden schnell noch ein paar Aktien von Nestlé oder Bayer gekauft, je nachdem, ob eine Hungersnot oder eine Epidemie ansteht. Euer Programm verkauft und verkauft Aktien in Abhängigkeit von Kriegserklärungen und Attentaten. Hier! Er sprang zu einem anderen Abschnitt des Artikels, überflog ihn kurz und sagte dann, keine zwei Minuten, nachdem sich dieser Terrorist in Lagos in die Luft gesprengt hat, kauft Kinvi 23.000 Aktien der Immobilienfirma Kedu. Und dann, eine Woche später, bekommt die den Auftrag für den Wiederaufbau des ganzen Stadtviertels in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Woher wusste Kinvi davon? Wie bekommt es seine Informationen? Hört es die Kanäle irgendwelcher Terrororganisationen oder korrupte Politiker ab? Hier, noch so eine Sache. Flugzeugabsturz einer Boeing 737 über Venezuela. 20 Sekunden. Nur 20 Sekunden nach dem Absturz. Und ich meine hier nicht nach der Meldung des Absturzes, sondern 20 Sekunden nach dem verdammten Absturz wettet Kinvi 100 Millionen Euro auf den fallenden Kurs von Boeing. Das ist... Makaber ist gar kein Ausdruck. Widerwärtig ist das. Wisst ihr, wie der Titel des Artikels lautet, den Korrektiv heute Abend über Digit und Kinvi in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht hat? Ha? Hier. Teuflische Trader, wie seelenlose Algorithmen den Tod zum Geschäft machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie unsere Kunden reagieren werden, wenn das jetzt veröffentlicht wird? Die werden uns lynchen. Der Ruf von Digit als bodenständiges, nachhaltig investierendes Unternehmen ist vollkommen ruiniert durch eure schmutzigen Geschäfte. Nichts davon ist illegal, sagte Henry bestimmt. Das ist doch egal! Du kannst doch auch keinem Ferkel auf einem Kindergeburtstag die Eier abschneiden, nur weil es legal ist. Scheiße ist das! Die Investitionsoptionen waren von Anfang an bekannt. Ja, das mag schon sein, Henry. Seemann spuckte die Worte aus. Aber dann verrat mir mal, warum bei all den 1000 Wertpapieren nicht ein einziges Mal in solide Unternehmen investiert worden ist, obwohl das verdammt nochmal möglich und genauso rentabel gewesen wäre. Wieso hat euer Programm nur in die Scheiße investiert, für die sich jeder normale Mensch schämen müsste? Vielleicht war es ein Bug? Fragte Patricia vorsichtig. Sie biss sich schmerzhaft auf die Lippen, um nicht hysterisch kichern zu müssen. Henry warf ihr einen kurzen, aber heftigen Blick zu und sie biss noch fester zu. Glücklicherweise war Seemann so in Rage, dass er den Blickwechsel nicht bemerkt hatte. Verarsch mich nicht, Patricia, das passt nicht zu dir. Ich werde Kinvi sofort deaktivieren. Euer Projekt ist tot. Er atmete schwer, senkte einen Moment den Kopf und fuhr dann bedrohlich leise fort. Die Aufhebungsverträge gehen euch in Kürze zu. Ihr werdet mit der
Und auch dieses Wort spuckt er aus. Abfindung, zufrieden sein. Patricia sah zu Henry hinüber, der ebenso irritiert zu sein schien wie sie. Eine Abfindung hatten sie in ihre Pläne gar nicht mit einkalkuliert. Doch bevor Henry etwas sagen konnte, sprach Simon weiter. Von euch. Gerade von euch beiden hätte ich so etwas nie im Leben erwartet. Das ist ein PR-Desaster, das mich meinen Job kosten wird. Kann man nichts machen, es passiert. Aber menschlich. Sag mal, menschlich. Simon sah erst Henry an und verharrte dann bei Patricia. Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Wie kannst du auch nur eine Sekunde in dieser Haut stecken, in dem Wissen von all dem profitiert zu haben, was falsch ist in dieser Welt? Ich bin nicht mal enttäuscht, weißt du. Ich verachte dich. Ich will nie wieder etwas für hören oder sehen. Du ekelst mich an. Mach, dass du verschwindest. Mikkel, ich wollte, hörte Patricia sich sagen, doch Henry packte sie am Arm und zerrte sie auf die Beine. Komm, wir gehen, sagte er und zog sie mit sich. Patricia folgte ihm durch die Tür, wandte sich noch einmal um und sah, wie Seemann ihr hinterher starrte. In seinen Augen funkelten Hass und Abscheu und noch etwas. Ihr Kopf schwirrte. Sie sah den Gang nicht, durch den Henry sie schleifte, hörte nicht das Summen des Aufzugs oder ihre Schritte auf dem Asphalt. Willenlos stieg sie mit ihm in das große schwarze Taxi, das vor der Tür wartete. Die Fahrerkabine war durch eine graue Plastikwand vom Rest des Wagens abgetrennt. »Hast du alles?« fragte Henry mit der ruhigen Stimme, die bedeutete, dass er innerlich vor Aufregung platzte. Sie fuhr sich über die Jackentasche und fühlte die Kontur des Speichersticks. »Ja.« Das Taxi setzte sich in Bewegung. »Oh Mann«, sagte Henry mit belegter Stimme, »wenn wir in der Luft sind, trinke ich erst mal einen Schnaps.« Am Flughafen war alles vorbereitet. Ihre Taschen waren schon eingecheckt. Ein diskret gekleideter Mann überreichte ihnen im Eingangsbereich zwei neue Handys, auf denen bereits ihre Bordkarten angezeigt wurden. »Wir müssen durch die Sicherheitskontrolle«, sagte Henry. »Alles gut bei dir?« Sie nickte nur, brachte aber kein Wort heraus. Er legte ihr beide Hände auf die Schultern. »Bald haben wir es geschafft. Wir machen das Richtige. Alles wird gut.« Sie biss die Zähne zusammen und nickte. Noch konnte sie es nicht glauben, aber sie vertraute ihm. Sie hatte ihm immer vertraut. Das Handgepäck, das sie bei der Sicherheitskontrolle in eine graue Plastikwanne legte, bestand nur aus ihrem Hausschlüssel, ihrer Jacke, dem neuen Handy und dem Speicherstick mit Einbox-Code. Doch niemand interessierte sich für die zwei Passagiere. Auch der Ganzkörperscanner monierte weder ihre goldenen Ohrringe noch Henrys Gürtelschnalle. Alles in Ordnung, sie waren ja weiß. Als Patricia ihre Habseligkeiten nach der Sicherheitskontrolle wieder an sich nehmen wollte, zitterte ihre Hand so stark, dass ihr der Stick entglitt und zu Boden fiel. Blitzschnell sprang Henry nach vorne und fing ihn eine Handbreit über den Betonfliesen auf. Patrizias Herz blieb für einen Augenblick stehen. »Dreh jetzt nicht durch«, zischte er und steckte den Stick in die Innentasche seines Jacketts zu seinem eigenen. Patricia holte tief Luft und folgte ihm zum Abflugschalter. Außer ihnen gab es nicht viele Leute, die an einem Dienstagabend von München aus fliegen wollten. Etwa 10 Passagiere stiegen vor ihnen ein, aber Henry und Patricia zögerten bis zum dritten Aufruf. Es war nicht nur ein Flug, es war eine Brücke, die sie hinter sich einrissen. Henry hielt ihr die Hand hin und sie nahm sie dankbar an. Gemeinsam schritten sie zum Schalter und zeigten ihre Bordpässe vor. Dank des Schengener Abkommens wollte niemand ihre Ausweise sehen. Von jetzt an wusste kein Mensch mehr, wo sie waren und was sie vorhatten. Dankeschön. Oh, Punktlandung. Okay, vielen Dank, Theresa, für die spannende erste Stunde. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause, dann gibt es noch ein Kapitel und dann könnt ihr mit euren Fragen auf sie einstürmen. Bis gleich.
hinsetzen. Außer ihr kauft noch ein Buch, dann kaufen. So, es sagt ihr, es Bier zeigt schon Wirkung. Pizza muss ganz schnell kommen. Habt ihr alle eure Pizza bestellt? Ja? Ja, gut, okay. Boah, das war jetzt ein Fehler mit dem Bier. Trink einfach nur einen Schluck. Oh, wir sind wieder live. Herzlich willkommen, internationales Publikum und Menschen aus der Zukunft, denn sowas bleibt ja für alle Ewigkeiten im Internet. Ich würde sagen, jeder an seinen Platz. Oh. Es geht weiter. Ja, da kann ich gleich ein bisschen was zu sagen, denn es gibt ja durchaus, man möchte es ja nicht meinen, AutorInnen haben ja durchaus eine Entwicklung, die sie durchmachen. Wer das jetzt nicht wusste, jeder an seinem Platz ist so der Wahlspruch gewesen hier aus den Optimierern. Ja. Und jetzt bei Pantopia ist es ein bisschen anders und das ist echt, das hätten wir besser nicht absprechen können, denn das Motto von Pantopia ist ein anderes. Das Motto von Pantopia heißt, komm nach Pantopia, hier sind alle willkommen. Und es heißt nicht, jeder ist willkommen, sondern alle sind willkommen und das ist ein großer Unterschied. Jeder an seinem Platz heißt, dass jeder individuell irgendeinen Platz finden wird, dass aber auch jeder individuell dafür verantwortlich ist. Und alle sind willkommen heißt, es ist vollkommen egal. Es sind wirklich alle willkommen. Es sind alle gemeint. Am Ende sind alle gemeint und alle sind willkommen. Ich weiß nicht, ob euch das der Unterschied und euch was bedeutet. Für mich war der sehr wichtig. So, wir kommen zum zweiten Teil der Lesung und ich lese jetzt nur ein Bonuskapitel und ich sage deshalb, es ist ein Bonuskapitel, weil das nicht in diesem Lesungskonzept drin ist, was ich ja normal habe. Also das, was ihr jetzt gehört habt, war ja aus dem ersten Teil des Buches ein Zusammenschnitt der spannendsten Szenen und wie es so anfängt. Das Buch Pantopia ist in vier Teile unterteilt und im ersten Teil passiert, wie wir gerade gesehen haben, eigentlich nur der ganz Anfang. Ein Bug, diese KI, die sich in diesem Kinvi-Investitionssystem versteckt, die erwacht zu Bewusstsein, offenbart sich Patricia und Henry und die beiden stellen fest, dass sie mit dieser künstlichen Intelligenz fliehen müssen, da es keine Möglichkeit gibt, sie zu schützen in der Umgebung, in der sie gerade sind. Und eigentlich geht das Buch jetzt erst los. Also das, was ich euch gelesen habe, ist wirklich nur der Anfang. Und ein bisschen, ich muss ein bisschen was erzählen, denn Pantopia wird ja beworben und ist auch dezidiert als Utopie gekennzeichnet. Ganz am Anfang habe ich was aus dem Prolog gelesen, wo ein Bug schon sehr elaboriert ist und schon sehr intelligent und fortgeschritten und auch erzählt, dass Pantopia eigentlich schon verwirklicht ist. Also es ist quasi eine Rückschau. Ein Bug sagt ja, dies ist meine Geschichte. Wir wissen also von Anfang an, dass alles geklappt hat. Also alles, was ich gerade vorgelesen habe, ist quasi in der Vergangenheit passiert, denn am Ende haben Henry und Patricia und ein Bug es geschafft, Pantopia zu verwirklichen. Und über diese vier Teile dieses Buches verfolgen wir quasi, wie das alles vonstatten ging. Und ja, es ist eine Utopie, am Ende geht's gut aus, aber wir sehen schon, dass der Weg dahin mehr als holprig ist. Denn was wir jetzt gesehen haben, ist quasi so der Sündenfall von Patricia und Henry. Sie haben eigentlich nur geschafft, aus diesem Unternehmen abzuhauen, indem sie in die übelsten Papiere investiert haben, indem sie in Waffen investiert haben, indem sie echt Blut an den Fingern kleben haben. Aber das war nötig, um sich freizukaufen. Und es wird natürlich auch im späteren Verlauf des Buches eine Rolle spielen, inwieweit das jetzt in Ordnung ist, für ein hohes Ziel, für das Gut, solche Dinge zu tun. Weil eigentlich möchte man ja eher die bessere Welt schaffen, ohne vorher eine ganze Menge Leute auf dem Gewissen zu haben. Naja, so ist der Weg des Buches. Was ich jetzt vorlesen möchte, ist ein Zusatzkapitel, was ganz was anderes ist. Und zwar ist das Kapitel von Tom. Denn Tom wird auch nach Pantopia kommen. Aber auf ganz andere Weise. Und da spielt eben wieder dieser Wahlspruch von Pantopia eine Rolle. Komm nach Pantopia, hier sind alle willkommen. Denn ein Bug, der mit Patricia und Henry geflohen ist, wird irgendwann erkennen, dass es nicht einfach reicht, aus diesem Digit-Investitionssystem rauszukommen, sondern er erkennt sich selbst, er erkennt, er ist ein bewusstes Wesen, ein vernunftbegabtes Wesen und es gibt immer noch keine Organisation, die ihn schützt als Individuum. Es gibt auf dieser Welt nichts. Es gibt Staaten und es gibt Unternehmen und es gibt NGOs, aber niemand würde sich für eine starke künstliche Intelligenz verantwortlich fühlen. Niemand würde ihn beschützen. Irgendjemand würde ihn für seine Zwecke missbrauchen. Und deshalb beschließt ein Bug, Pantopia zu gründen, eine Weltrepublik, in der alle Menschen willkommen sind, ungeachtet ihrer Herkunft und ihres Staates, den sie vorher hatten. Und genau ab dieser Flucht beginnt eben diese Erschaffung von Pantopia. Und wie auch andere Menschen dazu kommen und das eben nicht nur
Einzelne gemeint sind, nicht nur jeder, sondern wirklich alle, das zeigt jetzt das Kapitel von Tom. Genau. So, müssen wir kurz gucken. Ich habe gerade schon erwähnt, das mit dem Umblättern ist immer etwas schwierig. Aber das kriegen wir hin. Also, das ist, glaube ich, das Kapitel 1 des dritten Teils. Tom. Tom starrte auf das funkelnde rosa Einhorn, das wenige Meter vor ihm in der Luft schwebte. Über das goldene Horn war ein ebenso glitzernder wie ausgeleierter Haargummi gestülpt, der dem etwa sechsjährigen Mädchen gehörte, das aufgeregt davor hin und her lief und aus vollem Halse nach seiner Mutter rief. Davon ungerührt stürmten Kinder an ihr vorbei, beachteten sie überhaupt nicht. Jedes von ihnen hatte einen Plan, ein Ziel, das es unbedingt erreichen musste. Am besten als Erster auf dem Gummivulkan, als Erster im Kletterparcours oder im Trampolingarten sein. Dass dabei ein weinendes Mädchen mit einem rosa Glitzerballon auf der Strecke blieb, war ihnen egal. Tom beobachtete sie. Der Ballon schwebte über einem Rucksack, der in der Ecke einer durchgesessenen Couch lag. Der Rucksack der Mutter. Sie würde sicherlich bald zurückkommen und die Welt ihrer Tochter mit einer einzigen Umarmung in Ordnung bringen. Das konnten nur Eltern. Und nur bis zum ersten Kuss, den man von jemand anderem geschenkt bekam. Tom schluckte den dicken Kloß hinunter, der sich immer noch bildete, wenn er an seine eigene Mutter dachte. Kurz nach ihrem Tod hatte er geglaubt, den Kloß nie wieder loszuwerden, immer mit einem Herzen aus Blei und feuchten Augen leben zu müssen. Aber die Monate waren vergangen und aus dem alles vernichtenden Schmerz war eine fahle Traurigkeit geworden. Das Abitur hatte er nur ihretwegen geschafft, weil sie mit ihm bis zum Umfallen gebüffelt hatte. Aber am Ende war es nur ein Stück Papier. Sein Vater hatte ihn immer wieder gefragt, was er danach machen wollte. Aber Tom war es gleichgültig gewesen. Am Ende schrieb er sich für BWL ein, um seine Ruhe zu haben. »Ich kann dir Praktika für die Semesterferien besorgen. Du weißt, ich kenne eine Menge Leute«, hatte er gesagt, aber Tom widerte allein schon die Vorstellung an. Praktika, die irgendwelche reichen Väter ihren verwöhnten Söhnen besorgen. Diese Angeber, die mit aufgestellten Polohemdkragen durch die Hörsäle stolzierten. Davon hat er schon genug an der Uni gesehen. So wollte er auf keinen Fall werden. Er wollte nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten und die Hälfte seines Lebens in Anzug und Krawatte für irgendeinen Konzern schuften, um dann ein Haus mit Garten und den SUV vor der Tür stehen zu haben. Seine Mutter hätte das nicht gewollt. Seine Mutter hatte andere Pläne für ihn. »Du kannst alles werden, was du willst, Tom«, hatte sie immer gesagt und dabei gelächelt, als wüsste sie schon genau, was die Zukunft für ihn bereithielt. Aber sie hatte es ihm nie gesagt. Und er hatte keine Ahnung. Statt eines schicken Praktikums bei einem Unternehmen in der Münchner Innenstadt, hatte er einen Job in Johnnys Funpark angenommen. Einem Paradies für 3- bis 12-Jährige und eine Art Vorhölle für die sie begleitenden Erwachsenen. An einem regnerischen Tag konnten hier bis zu 300 Kinder um die Wette klettern, hüpfen, rutschen und vor allem brüllen. Aber das war nicht schlimm. Je lauter die Kinder schrien, desto leiser wurde es in seinem Kopf. Keine Fragen, keine Gedanken. Manchmal war es sogar so laut, dass er das schlechte Gewissen, das immer mit der Stimme seiner Mutter flüsterte, nicht mehr hören konnte. Und das war gut so. Denn Tom hatte den Job in Johnnys Funpark auch aus ganz pragmatischen Gründen gewählt. Die Münchner Eltern betäubten ihre privilegierten Depressionen nicht nur mit Alkohol. Ein nicht unerheblicher Teil mischte Ecstasy dazu und in einem solchen Fall war Tom der richtige Ansprechpartner. Das Geschäft war überschaubar. Hauptsächlich finanzierte er damit die Pillen, die er selbst nahm. Um das Schweigen beim Abendessen besser ertragen zu können. Die sorgenvollen Falten und den gedrängten Blick, wenn er sich danach so schnell wie möglich in sein Zimmer verzog, wo die Stimmen nur noch dumpf nach oben hallten. Die Gespräche um banale Alltäglichkeiten, so als würde das Leben nach dem Tod der Mutter einfach so weitergehen, das konnte er nicht ertragen. Sein Vater und seine Schwester waren Meister darin, sich diese Normalität gegenseitig vorzugaukeln. Selten ging es dabei um Julias Probleme, denn sie war eine brave Tochter mit braven Freundinnen und hervorragenden Noten an der Uni und braven Problemen. Deshalb drehten sich die Gespräche meistens um den Vater und die nie enden wollenden Probleme mit seinen Mitarbeitern. Aber am Ende sprachen sie dann doch immer wieder über die Mutter und dann wurde lange geschwiegen. Eine zweite Pille und ihm war alles egal. Aber jetzt wurde er langsam ungeduldig. Das Mädchen mit dem Glitzereinhorn schrie schon eindeutig zu lange. Tom kaute auf seiner Unterlippe herum. Die ersten Erwachsenen waren schon stehen geblieben, doch bisher hatte das Mädchen sie abgewimmelt.
Als nächstes wäre Tom an der Reihe. Er würde seinen Platz am Kiosk bald aufgeben und das Mädchen trösten müssen oder Helen Bescheid geben. Doch er zögerte noch. Er hoffte, dass die Mutter doch noch rechtzeitig zurückkommen würde und schielte hinüber zur Damentoilette, in deren Richtung die Mutter vor genau 8:30 verschwunden war. Tom wusste das, weil er ihr kurz zuvor 4 Tütchen mit je 2 Pillen verkauft hatte. Das Zeug war gut, fast reines MDNA, und er hatte es schließlich selber zuvor probiert. Aber wo blieb dann die Frau? Schweißperlen traten auf seine Stirn. Hatte das Mädchen gesehen, wie er ihrer Mutter die Tüte gegeben hatte? War es klug, wenn ausgerechnet er versuchte, sie zu trösten? Tom hob den Walkie-Talkie zum Mund. Als es gegen seine Lippen schlug, merkte er erst, wie stark seine Hände zitterten. »Helen«, sagte er und war froh, dass das alte Funkgerät seine schrille Stimme verzerrte. »Helen, da weint ein Mädchen schon die ganze Weile. Kannst du dich bitte drum kümmern?« »Verstanden, bin unterwegs.« Kaum eine halbe Minute später war Helen da, kniete sich vor das Mädchen, sprach beruhigend auf sie ein und strich ihr über den Kopf. Doch die Magie der elterlichen Umarmung konnte auch sie nicht beben. Endlich nahm Helen das Mädchen bei der Hand und führte es zum Eingang. Im Vorbeigehen nickte sie Tom zu. Kaum war sie vorüber, schloss er die Kasse seines Kiosks ab, stellte das »Bin gleich zurück«-Schild auf den Tisch und lief zu den Toiletten. Sie waren leer. Wo zum Teufel war die Frau? Er umrundete den Klettervulkan, durchquerte die Reihen aus Bierbänken und Kaffeetischen, spähte in alle Ecken der Halle. Sie war nirgends zu sehen. Seine schweißnassen Hände verkrallten sich in den verschränkten Unterarmen. Er schmeckte Blut, hatte sich die Unterlippe aufgebissen. Da ertönte die Durchsage über den Lärm. »Die kleine Nele sucht ihre Mutter. Bitte kommen Sie zur Kasse.« Nele also. So hieß die Tochter. Und die Mutter? Hatte die keinen Namen? Ja, sie war etwas abgerockt gewesen. Ja, sie hatte nach Schweiß und ungewaschenen Haaren gerochen. Aber das Geld hatte gestimmt und Tom stellte selten Fragen. Sein Schritt wurde schneller. Wo war sie? Er blickte verstohlen in das Wasserbecken, lugte in die Bauecke mit den Schaumstoffteilen. Im Bällebad schrie irgendein Kind schriller als sonst. Einer schlimmen Ahnung folgend sprintete er dorthin, sprang über die Abgrenze und landete mitten zwischen den bunten Bällen. Da sah er ihre dunklen Locken. Sie lugten unter einem Berg von weißen und blauen Kugeln hervor. Daneben eine Hand, ein roter Fingernagel mit abgesplittertem Lack. Tom griff danach und zog sie wie eine Ertrinkende an die Oberfläche. Ihr Kopf sackte zur Seite, die Augenlider flatterten. »Scheiße«, flüsterte Tom. Dann schrie er, »Hilfe! Holen Sie Hilfe!« Er zog die Frau nach draußen, legte sie auf die Seite. Weißer, süßlich riechender Schaum rann aus ihrem Mund. Wie zum Teufel sollte man eine Herzrhythmusmassage machen, wenn der Patient auf der Seite lag? Tom fluchte, rollte die Frau wieder auf den Rücken. Er nahm den Zipfel seines T-Shirts und wischte ihr den Schleim aus dem Mund. Dann hielt er sein Ohr dicht über ihr Gesicht. Atmete sie? War da was? Nein. Er legte die Hände übereinander, suchte den Punkt zwischen ihren Brüsten, ein kleines Stück unter dem Ansatz des BHs und begann mit der Herzdruckmassage. 1, 2, 3. Fast zuckte er zurück, als er spürte, wie stark sich ihr Brustkorb unter der Kraft seiner Arme zusammendrückte. Doch er durfte nicht aufhören. Wenn die Frau von diesem Nachmittag nur ein paar blaue Flecken zurückbehielt, konnte sie sich glücklich schätzen. 20, 21, 22. Irgendwann wäre es auch mal Zeit, sie zu beatmen. Er musste es tun. Doch er ekelte sich vor ihren Lippen, vor dem Schaum und allem, was noch in ihrem Mund stecken mochte. »Und wenn sie stirbt, nur weil du dich ekelst?«, fragte eine innere Stimme, doch er konnte nicht. 29, 30, 31. Hoffentlich passiert bald was. Aber alles, was passierte, war, dass es immer dunkler um ihn wurde, weil sich immer mehr Menschen in einem Kreis um ihn scharten. Tom blickte auf, sah ein Dutzende ratlose, schockierte und faszinierte Gesichter. Vor allem die Kinder drängten sich immer dichter an das Spektakel. »Rufen Sie einen Krankenwagen! Ist denn kein Arzt hier?« Doch der obligatorische Satz, den Tom nur als Klischee kannte, blieb aus. Kein Arzt besuchte donnerstags um 11 Uhr mit seinen Kindern Johnnys Funpark. Nach einer gefühlten Ewigkeit tat sich doch etwas. Die Frau unter seinen Händen stöhnte, drehte sich zur Seite und wirkte einen Schwall aus rotem, brockigem Brei hervor. Die Kinder wichen zurück und quietschten entzückt. Tom ließ die Arme hängen und atmete durch. Sein Herz raste. Er wandte den Blick von der Lache aus Erbrochenem ab und sah in der Hand der Frau etwas aufblitzen. Es war die Ecke eines kleinen weißen Papiertütchens. Eine seiner Tüten. Geistesgegenwärtig beugte er sich über die Frau, redete beruhigend auf sie ein, strich ihr die besudelten Haare aus dem Gesicht, half ihr, sich ein Stück vom Kotzfleck zu entfernen und schaffte es irgendwie, ihr dabei die Tütchen aus der Faust zu winden und in seine eigene Hosentasche zu stopfen. Dann kamen seine Kollegen, der Chef, irgendwann auch der Notarzt, und Tom wurde auf einen Plastikstuhl gesetzt. Jemand drückte ihm eine Flasche Wasser in die Hand und lobte sein Engagement und seine Geistesgegenwart. »Das ist ein echter Held«,
hörte er einen Vater zu seiner Tochter sagen. Der hat der Frau da hinten gerade das Leben gerettet. Dabei zeigte er erst auf Tom und dann auf den Kotzfleck. Die Frau war bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Johnny höchstpersönlich klopfte ihm auf die Schulter, sprach von seinem besten Mann und dass er stolz sei, solche Mitarbeiter zu haben. Tom lächelte müde, sagte, er stehe selber ein bisschen unter Schock und daran zweifelte niemand. Also schickte Johnny ihn nach Hause. Erst als er die Tür seines Zimmers fest hinter sich verschlossen hatte, wagte er es, die zerknitterten Papiertütchen aus seiner Hosentasche zu ziehen, die auf den ersten Blick aussahen wie abgepackte Süßstofftabletten, wie man sie manchmal in Hotels bekam. 3 der 4 Tütchen waren noch voll, 1 aufgerissen und leer. Außerdem war da noch etwas, ein zerknittertes Blatt Papier. Neugierig entfaltete Tom den Zettel, der von einem Flyer oder einer Werbebroschüre stammte. Große, freundliche Buchstaben leuchteten auf dunkelblauem Grund. Komm nach Pantopia. Hier sind alle willkommen. So. Dankeschön. Ja, und so ist auch jemand wie Tom in Pantopia willkommen. Tja. Genau. Ich schnaufe jetzt ein bisschen durch. Ihr könnt euch jetzt kurz überlegen, ob ihr noch ein paar Fragen habt. Ich kann hier sehr lange Fragen beantworten. Ja, bitte. Ja, also künstliche Intelligenz, das ist ja in aller Munde, künstliche Intelligenz gibt es schon ganz viel. Das ist eigentlich, der Begriff ist ziemlich weit gefasst, eigentlich alles, was irgendwelche Rechenoperationen ausführt und im weitesten Sinne intelligente Lösungen macht, also auch Mustererkennung, die Vorschläge bei Netflix, was du als nächstes gucken solltest, ist auch schon künstliche Intelligenz. Starke künstliche Intelligenz bezeichnet etwas, was wir noch nicht haben, nämlich das ist eine künstliche Intelligenz, die ein Bewusstsein entwickelt, also ein Ich-Sein. Also quasi das nach eine Singularität, nach der wir nicht wissen, wie die Geschichte der Menschheit weitergeht, weil wir nicht wissen, was dann passiert. Also das ist wirklich, das ist das, was die Science-Fiction-AutorInnen so interessant finden, weil es quasi eine eigene Person ist, die sich entwickelt. Genau. Ja, bitte. Ja, also ich habe eigentlich immer schon, bin technikaffiner Mensch. Ich habe als Jugendliche schon programmiert, Computerspiele, Webseiten und habe dann auch als SAP-Beraterin gearbeitet für IT-Sicherheit, solche Sachen. Also ja, das ist so, mein Thema, da drehe ich mich immer weiter drum. Genau. Ach so, ja, dass der Seemann, ja, dass das so ein großes Thema ist. Es ist natürlich so, dass was ich, meine Güte, Moment. Wie gesagt, ich krieg schon hin. Das, was ich gelesen habe, ist natürlich ein Zusammenschnitt. Diese Figuren werden natürlich im Roman ein bisschen weiter ausgeführt. Und der Seemann ist ein ganz besonderer Typ. Das ist halt nicht your everyday Finanzinvestmentbanker, sondern das ist halt der Chef der IT-Abteilung. Und der ist ein ziemlich korrekter Mann. Also, was auch eine Sache, ich spoilere jetzt einfach mal ein bisschen, seine Frau hat Krebs und hat diese Oncomedics-Medikamente nicht mehr gekriegt. Deshalb hat es ihn so persönlich so berührt, dass jetzt Digit in Oncomedics investiert. Das fand er einfach total krass. Und er ist er ist so ein Normalo, so ein Normalgebliebener, der eigentlich mit dieser Finanzgeschichte nichts zu tun hat, sondern halt ein IT-Typ ist, der halt diesen Wettbewerb macht und mit coolen Leuten irgendwie zusammenarbeiten will und dann, ja, grätschen die eben sehr fies rein. Ja, also Digit wird auch so beworben, also die haben so ein sehr grünes Image, das ist so deren Marketingstrategie, dass sie grün und nachhaltig sind, aber Hintergrund wird denen gesagt, ihr dürft natürlich in alles investieren, wir müssen halt den grünen Anstrich verpassen und das ist auch, sonst interessiert es keinen, aber in dem Fall haben sie halt so übertrieben und so in diese falschen Papiere investiert, dass halt der Konzern gesagt hat, das können wir nicht mehr halten, das können wir nicht mehr tragen. Ja, bitte. Noch mal schreiben müsstest, in dem, was
jetzt in den letzten Wochen bei uns passiert ist, Ukraine und so weiter. Also es sieht ja nicht so aus, als wenn es irgendwo einvernehmliche Lösungen zwischen den Staaten gäbe. Ne? Die Entwicklung ist ja eigentlich in die andere Richtung. Das Buch von Robinson, Ministerium der Zukunft, das immer mit deinem verglichen wird. Oder echt? Wow! Ja, ja. Das ist ganz toll! Also es gibt im ganzen Roman Pantopia einen einzigen Staatsmann, der namentlich genannt wird, und das ist Putin. Und das bereue ich sehr. Alle anderen sind erfundene Charaktere und ausgerechnet Putin wird namentlich genannt als Gag, weil das Buch spielt ja Ende 20er, Anfang 30er Jahre, so ungefähr. Es wird nie das Datum genannt, aber so ungefähr vom Gedanken her. Und meine Idee war halt, der ist ein Vampir, der wird auch in 10 Jahren noch an der Macht sein. Und heute würde ich es nicht mehr schreiben, weil ich stark davon ausgehe und hoffe, dass er bald nicht mehr an der Macht ist. Aber sonst wird es gleich bleiben. Ah, ja, genau. Okay. Okay, gut. Die Frage war, ob ich was anders machen würde. Ja, nee, außer Putin. Oh. Nee, also tatsächlich, Pantopia, das ist eine sehr umfassende Utopie und meines Erachtens funktioniert die auch unter gewissen Umständen. Und das ist natürlich jetzt blöd, sowas in so einer aktuellen schlimmen Situation zu sagen, aber dieses Prinzip von Pantopia ist tatsächlich so gedacht, dass dann auch solche Kriege, wie in der Ukraine es gerade stattfinden, dass die verhindert werden, dass die nicht mehr stattfinden werden. Weil nämlich, wenn alle Menschen, wenn es eine Grassroot-Bewegung ist und sich alle Menschen an Pantopia beteiligen und niemand mehr ökonomische oder politische Zwänge hat, anderen Mächten zu gehorchen, niemand auch mehr die Waffe ergreifen muss und sich auch von einem Militär zwingen lassen muss. Denn wir können ja davon ausgehen, dass sehr viele russische Soldaten offenbar gar nicht wissen, was sie da tun, irgendwie auf einer Befreiungsmission sind und Nazis suchen in der Ukraine. Also klar, mein Buch ist nur ein Buch, das ist mir schon klar. Das wird jetzt nicht die Welt verändern. Aber für mich war es einfach ein Ansatz nach den ganzen Dystopien, die ich geschrieben habe, habe ich mir gedacht, ich hätte gerne endlich mal eine Welt, in der alles gut wird. Und dann habe ich nach draußen geschaut und gesehen, oh scheiße, funktioniert nicht, ist nicht da. Aber ich bin Autorin und ich kann mir diese perfekte Welt selber herschreiben. Und nicht perfekt im Sinne von, alles läuft jetzt nach meinem Kommando, denn ich weiß ja, dass dann irgendwie 7 Milliarden Leute das scheiße finden, außer mir. Sondern ich habe mir überlegt, was gibt es für ein System, was wirklich für alle Menschen funktioniert, was für alle gut ist und niemand ist ausgeschlossen. Alle sind beteiligt und allen wird seinen Bedürfnissen entsprechen, kann in diesem System teilnehmen. Und das ist so dieses Prinzip von Pantopia. Deshalb würde ich da einfach sagen, ja, es wäre auch in der aktuellen Situation nicht schlecht, wenn Pantopia entstünde. Hm. Ja, bitte. Ich frage mich dann halt jetzt nur, gerade in diesem Pantopia, in dieser idealen Welt, in Anführungszeichen, inwiefern dort eigentlich so der typische menschliche Charakter, den wir jetzt ja gerade auch in der Ukraine sehen, dieses Ehrgeiz, Machtstreben, wie das da reinpasst. Du hast doch vorhin irgendwann mal Kapitalismus angesprochen, der da drin ist. Also ich bin weit davon entfernt, irgendwie in Richtung eines Kommunisten zu gehen oder sonst was. Aber du siehst das in dem Moment, du hast auch, glaube ich, vorhin so ein bisschen erklärt, dass es positiv siehst, dass also wirklich also auch alle Kosten, die der Leib Brot in dem Fall jetzt bringt halt, die der halt kostet, damit eingeflossen sind. Aber trotzdem, gerade dieses Machtstreben und dieses Streben nach mehr, wie passt da das rein? Wie stellst du dir vor, dass die Menschheit da irgendwie wegkäme? Also es wurde gerade gefragt, wie quasi Pantopia realistisch sein kann, wenn Menschen ja nach Macht und nach Reichtum streben, ob das dann funktionieren kann. Die Sache ist die, wir wurden alle erzogen, brav zu sein und schön zu teilen und wir haben jetzt Aktivisten und die möchten die Welt verändern, das ist alles schön und gut. Aber irgendwie nach spätestens 3 Wochen durchgehendem Aktivismus hat man Bock, einen Burger zu essen und Bock, in Urlaub zu fahren. Das heißt, die Menschen können nicht ständig im Zustand des "Wir retten die Welt" sein. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb kann man auch auf so einer Art keine Welt, kein System aufbauen.
Deshalb bringt es auch nichts, immer an die Leute, an die Vernunft der Leute zu appellieren. Weil klar, die Leute möchten vernünftig sein, aber die Realitäten sind einfach anders. Und das war quasi meine Idee an Pantopia, dass ich sage, die Leute müssen nicht versuchen, gute Menschen zu sein. Sie müssen einfach nur das tun, was sie immer machen, nämlich ihren eigenen Nutzen maximieren, für ihr eigenes Wohl sorgen. Und das tun wir hauptsächlich durch Konsum. Und es gibt ja der kapitalistische, also das Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden, ist ein kapitalistisches System. Und es funktioniert, weil wir alle Bock haben zu konsumieren. Wir haben alle Bock, ein Bier zu trinken. Wir haben Bock, ein Schnitzel zu essen. Wir haben Bock, in Urlaub zu fahren, Bock, ein schönes Auto zu fahren und so weiter und so fort. Wir wissen, dass das nicht vernünftig ist. Es muss uns keiner erzählen, dass das dumm ist. Keiner erzählen, dass Rauchen schlecht ist. Trotzdem machen wir das. Wir machen das. Also quasi, das ist kein guter Ansatz. Aber das Dumme ist, dass wir, also dieses Prinzip des Vernünftigen, des Homo economicus, des Menschen, der vernünftig konsumiert, ist nur dann richtig, wenn man komplett informiert ist über Nutzen und Kosten. Und das sind wir nicht. Wir denken, oh cool, ein Schnitzel für 5 Euro ist ja echt ein super geiles Angebot, weil ich habe nur Kosten von 5, aber ich habe Nutzen von Schnitzel. Geil. Dass in Wirklichkeit die Kosten viel höher sind, sehen wir nicht, weil wir fühlen nicht, wie sich die Erderwärmung, die Erde um so und so viel Grad erwärmt, weil das Tier, was gefüttert werden musste, Methanausstöße, je nachdem welche Schnitzel, wie viel Land fürs Futter verbraucht wird, wie die Erde, das Grundwasser verseucht wird. Diese ganzen Kosten fühlen wir im Moment nicht. Die werden wir aber spüren, wenn nicht jetzt, dann in 10 Jahren, in 20, in 30 vielleicht erst und die nächsten folgenden Generationen. Das heißt, wir haben Sie kennt sich ja dieses Beispiel mit dem Überraschungsei. Wenn man einem Kind sagt, hier hast du ein Überraschungsei, wenn du es jetzt isst, dann ist es jetzt, wenn du aber noch eine halbe Stunde wartest, kriegst du noch ein zweites. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, können sie das erwarten. Je kleiner die sind, desto schneller essen sie das Überraschungsei. So sind wir auch. Wir wissen, dass wir die Erde kaputt machen, aber weil es noch so weit weg ist, essen wir trotzdem das Schnitzel. So, mit Vernunft kriegen wir es nicht hin. Der Punkt ist jetzt, dass man diese externen Kosten internalisieren muss. Wir müssen die jetzt schon berechnen, was in 10 Jahren auf uns zukommt und auf den Preis draufschlagen. Und wenn das Schnitzel dann plötzlich 50 statt 5 Euro kostet, wird es plötzlich eine ganz einfache Entscheidung. Ist es mir das wert oder nicht? Und wenn es mir das wert ist, dann kann man auch diese 50 Euro benutzen, um die Folgeschäden zu mitigieren. Also es ist quasi eine ganz praktische, eine ganz technische Lösung. Ich glaube, Penny hatte das mal vor einem Jahr oder vor 2. Da haben die auch einfach mal verschiedene Preise hingeschrieben in die Kühltheke. Schnitzel kostet 5 Euro, echter Preis wären eigentlich 8. Einfach um die Leute zu informieren, was dahinter steckt. Und auf diese Weise, also Einback berechnet auf diese Weise den Weltpreis aller Güter und Dienstleistungen. Und da geht es eben nicht nur um klimaschädliche Sachen, sondern auch um soziale Kosten. Also ein T-Shirt zum Beispiel kann nicht 4 Euro kosten. Wenn das irgendwelche Näherinnen aus Bangladesch nähen, die menschenwürdig leben sollen, kann das nicht sein. Aber meistens ignorieren wir es und sagen, 5 Euro für ein T-Shirt ist super. Aber nee, weil wir als Menschheit diese Kosten tragen. Und so funktioniert eben dieser perfekte Kapitalismus in Pantopia, dass du alle Preise mit dem echten Preis hast und dann wird es plötzlich ganz einfach und ganz vernünftig, richtig zu konsumieren. Ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantwortet. Ich bin etwas ausgeholt. Naja, es ist natürlich, also wurde gesagt, den Homo economicus gibt's nicht. Das ist natürlich eine Frage, also unter der Voraussetzung, dass du deinen Nutzen maximierst und Nutzen im Sinne von Lustgewinn. Ich mache das, was mir Spaß macht oder was mir wohltut oder von dem ich glaube, dass es mir wohltut. Das ist auch eine Sache, die zum Beispiel Einback macht. Das, was ich ja ganz oft vorgelesen hatte, ganz am Anfang, als Einback entsteht, ist die allererste Erkenntnis, die Einback hat, Wahrheit ist schön. Das hat natürlich jetzt auch kann man jetzt Literatur, historisch, klassisch, ganz schön, Wahrheit, Schönheit, Klassizismus, lauter solche Sachen. Aber worum es mir eigentlich ging als Entwicklerin ist, dass du sagst, was ist die treibende Kraft für Handeln eines bewussten Wesens? Oder noch nicht mehr bewusst, wonach strebt alles Leben? Alles Leben strebt danach, weiterzuleben. Also alles ist besser als tot zu sein, deshalb wollen wir erstmal leben. Und was ist es? Das ist ein in sich, ein intrinsisches, nicht weiter zu begründendes Gefühl, dass es schön ist, da zu sein. Und das ist auch das, was Einback antreibt. Die Wahrheit, also dass ein Code funktioniert, dass er wahr ist, dass er true ist für alle Entwickler, das ist schön. Und danach strebt er. Und dahinter können wir nicht zurückgehen. Und wenn wir das als Grundlage für alle Bedürfnisse von lebenden oder existierenden Wesen legen, dann können wir darauf eben unser vernünftiges Handeln aufbauen. Weil wir wissen, dahinter können wir nicht mehr zurück. Außer jetzt jemand ist psychisch krank, möchte sich umbringen und so weiter. Aber das ist eher dann eine pathologische Geschichte.
Diese ganzen Hände, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Ja, bitte. Das Buch zeigt, wie wir alle in unsere Mitte kommen können. Was meinst du jetzt genau? Ich weiß gar nicht, was meinst du? Wie wir quasi in Einklang mit der Natur leben können. Also das Buch gibt eigentlich relativ wenig vor, wie die Menschen in dieser Welt zu leben haben. Weil, also dieser, es wurde mir vorgeworfen, ich sei da wohl so ein gelb-schwarzer FDP, linksliberal, alles ich, Konsum-Mensch, weil ich sage, die Leute wollen alle so viel konsumieren und das möchte ich ihnen ermöglichen. Und es gibt ja auch ganz andere Ansätze, wo man sagt, wir verzichten auf Konsum, wir sind jetzt nur noch eine Gemeinschaft. Ich meine, jeder Mensch kann ja selber entscheiden, wie viel er konsumieren möchte. Der eine möchte eben trotzdem den SUV fahren. Und der andere sagt, nee, ich will das aus Prinzip nicht, ich will lieber einen Kleinwagen, weil ich finde SUVs, mein Penis ist zu groß für ein SUV. Ja, so. Und so gesehen gibt es da, also ich meine, dass das Buch eigentlich gar keine Ideologie vorgibt, wie die Leute zu sein haben, sondern ich nehme sie so, wie sie sind. Ich sage auch, also Einberg erkennt auch die Leute, also es gibt wie fast überall in meinen Büchern, weil es einfach sinnvoll ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit du quasi diesen ökonomischen Druck von vielen Leuten nimmst, dass sie halt bei Heckler & Koch arbeiten müssen. Klar, wenn sie ihre Familie versorgen, arbeitest du lieber bei Heckler & Koch, als zu verhungern, ist logisch. Aber wenn du ihnen dieses bedingungslose Grundeinkommen gibst, können sie danach vernünftig entscheiden. Und das können sie auf eine Art machen, wie sie es selber wollen. Und sie können auch, wenn sie das Bedürfnis haben, reich werden. Also es ist nicht so, dass Reichtum schlecht ist oder viel haben zu wollen. Wenn das ein menschliches Bedürfnis ist von so und so vielen Leuten, können sie das ja nach wie vor tun, denn sie können ja weiterarbeiten. Sie kriegen ihr Grundeinkommen wie alle und wenn sie dann super reich werden wollen, go for it. Mach's. Passt. Da war vorhin noch was. Ja, bitte. Schön im Sinne von nice, also angenehm. Das Empfinden, dass etwas, ist schön. Ne? Das ist schön, nicht beautiful schön, das wäre wieder klassische Literatur, Wahrheit, Schönheit. Ne? Sondern wirklich, wie gesagt, das Axiom, das existieren. Wahrheit ist schön. Ein Code, ein Programmcode funktioniert nur, indem du die Dinge anstrebst, die wahr sind. Weil sonst funktioniert er nicht. Du musst, das allererste, was du tun musst, ist eine Variable zu definieren. Und die ist nur definiert, wenn das wahr ist, dass sie definiert ist. Sonst funktioniert der Code nicht, sonst ist da nichts da. Deshalb ist es für ihn auch so absurd zu sagen, Menschen haben keinen Code. Weil ein Code ohne einen Sinn macht überhaupt keinen Sinn. Also kein Code ohne einen Zweck. Das geht überhaupt nicht. Ist das, habe ich es damit erklärt? Hab ich die Frage damit beantwortet? Ja, dann frag bitte nochmal, bitte. Er braucht ja dann ein Gefühl dafür, was ist schön. Im Moment muss das ja empfinden. Das nicht im Sinne von ästhetisch, sondern was auch immer. Ja, dann nehmen wir es, also ist die Frage, ob er das empfindet. Sagen wir einfach, ich muss die Frage anders beantworten, das ist das erste Axiom des Codes. Wahrheit ist schön. Das ist so. Dahinter können wir nicht zurück. Das ist so. Wahrheit ist schön. Denn wenn false schön wäre das Programm sofort zu Ende. Anschalten, false, aus. Dann geht es nicht weiter. Es geht nur weiter, wenn es true ist, wenn es schön ist, wenn es wahr ist. Ich habe es jetzt beantwortet. So. So, eine nächste Frage bitte. Die Pizza dauert noch. Ihr könnt euch noch Fragen stellen. Ja, bitte. lässt sich nicht schwer sagen. Am erfolgreichsten ist, glaube ich, die Optimierer. Nach wie vor. Das ist auch was viel an Schulen gelesen wird. Freut mich auch. Es gibt auch für alle meine Bücher Schulmaterialien. Hier Internet, ne? Lehrer. Liest sich super an der Schule. Optimierer eignet sich einfach gut für 9. bis 13. Klasse, Deutsch-Ethikunterricht. Kauft halt eine ganze Klasse einen Satz Bücher. Ist natürlich top. Unvollkommener als zweiter Teil, ist ein bisschen schwierig, du musst ja erst den ersten gelesen haben. Mein großartiger Roman König und Meister, den kann man noch erwerben, der ist mal kein Science-Fiction, ist halt keine Gesellschaftskritik drin und wenn man mich nur so kennt, dann
Ich glaube, ich fällt es den Leuten schwer, da Zugang zu finden. Aber es ist trotzdem ein gutes Buch. Und ja, Pantopia, ich würde mir natürlich wünschen, dass ihr das alle jetzt kauft und darüber sprecht und lest, weil, erstens, weil ich natürlich da Autorin bin und deshalb es gut finde, wenn ihr meine Bücher kauft. Aber diese Idee hinter dem Buch und diese Utopie und diese Gedanken, ich einfach total schön finde. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß beim Schreiben. Ich habe das Buch angefangen, kurz bevor Corona angefangen hatte. Einfach aus diesem Bedürfnis darauf, ich will jetzt was Schönes schaffen. Und dann kam Corona und es wurde alles noch immer schlimmer. Und dieses Buch hat mich so richtig gerettet. Das war so meine schöne Zeit. Ich habe mir eine richtig schöne Zeit gemacht, indem ich die Realität einfach links liegen gelassen habe und für mich Pantopia herbeigeschrieben habe. Und das war so ein Glücksgefühl. Und ich habe jetzt von vielen Rezensionen und Leuten, die es gelesen haben, schon gehört, die haben dieses Glücksgefühl auch. Die beschreiben mir genau das, was ich gefühlt habe. Und ich denke mir, oh Wahnsinn, genau das habe ich mir gewünscht, dass das passiert. Aber man weiß ja nie als Autorin, ob das wirklich klappt, ob die Leserinnen und Leser das empfinden. Und ja, viele tun das und haben und das tut denen richtig gut. Und das finde ich natürlich total klasse. Also was kann ich mir mehr wünschen als Autorin? So gesehen, wenn ihr ein bisschen Hoffnung haben wollt, ein bisschen was Neues, Aufbruchsstimmung, dann lest Pantopia. Und weil ich sagen muss, ein bisschen näher an den ersten zwei, also Optimierer und Unvollkommener. Und deswegen habe ich die Utopie auch erstmal gekauft, so ziemlich am Ende vom Buch. Also ich dachte die ganze Zeit, es findet noch eine Wendung. Ach so, ja, ich meine, ja, ist ja auch möglich. Also ich weiß noch genau, ich habe mir... Ich habe ja Familie, zwei Kinder, da ist es manchmal nicht so einfach zu schreiben. Und als ich fast fertig war mit dem Buch, wusste ich, ich muss das jetzt aus einem Guss hinkriegen. Und bin dann ein Wochenende weggefahren, habe mir da so ein Schreibrefugium Airbnb geholt und habe dann ein Wochenende lang geschrieben. Und kurz vor Schluss, da wusste ich schon, was passiert. Aber ich habe dann Pause gemacht, bin rausgegangen, habe mir kurz gedacht, so, jetzt könnte ich sie alle sterben lassen. Und niemand hätte mich aufhalten können. Ja, das war echt großartig, dieses Gefühl. Ich hatte echt so ein Allmachtgefühl. Es war echt toll. Ich stand und dachte, boah, meine Welt, meine Figuren, die sind mir sowas von ausgeliefert. Also es war echt ein richtig tolles Gefühl. Aber am Ende habe ich sie natürlich gerettet, weil ich dachte ja, natürlich will ich eine Utopie schreiben. Ich will ja, dass es gut ausgeht. Ich will ja nicht zum x-ten Mal, wo am Ende, oh, die KI war doch böse. Wollte ich ja nicht. Ich wollte, dass es gut ausgeht. Und ich mag diese Figuren auch so gerne. Ich mag die richtig gerne. So richtig. Ich habe auch sehr viele Zusatzkapitel, die es nicht ins Buch geschafft haben. Sehr viele, auch später noch, Spin-off, lauter so Quatsch geschrieben. Einfach nur, weil ich Lust habe, mit diesen Figuren Zeit zu verbringen. Ja, ist ein bisschen absurd, aber so ist das manchmal. Ja, es ist eine Utopie. Es geht gut aus. Spoiler Alert, es geht wirklich gut aus. Wirklich gut. Du hattest noch eine Frage, glaube ich? Also es war jetzt die Frage, was mit der KI ist, weil entweder die KI ist böse oder gut und er meint, die wird gar nicht mit uns reden, weil sie uns für doof hält. Naja, ist natürlich die Frage, also so eine KI ist immer nur so gut wie die Trainingsdaten, die sie kriegt. Wenn du sie ständig mit irgendwelchen narzisstischen Theorien von KIs sind besser als Menschen fütterst, kann gut sein, dass die KI, sobald sie erwacht, sagt, oh mein Gott, mit den Menschen rede ich nicht, weil die sind ja doof. Wenn du sie aber, wie in meinem Fall, mit allen Philosophen konfrontierst, die es jemals auf der Erde gegeben hat und allen guten Ideen, die wir als Menschheit schon haben, und sie hinreichend intelligent ist, ist es auf jeden Fall in meinem Fall so, dass sie halt sich selbst erkennt. Also Kant ist jetzt auch ein alter weißer Mann, aber trotzdem hat er ein paar gute Sachen gesagt. Und diese Erkenntnis dessen, dass er sagt quasi, ich als vernunftbegabtes Wesen bin genau wie meine anderen vernunftbegabten Wesen und muss in meiner Gleichheit mit ihnen mich den gleichen Gesetzen unterwerfen und den gleichen Pflichten. Das ist schon ein sehr attraktiver Gedankengang, finde ich. Und diesen Gedankengang findet Einbuck. Und in diesem Augenblick erkennt er sich als vernunftbegabtes Wesen und sagt, ich unterwerfe mich denselben Sittengesetzen, also denselben Gesetzen, denselben Handlungseinschränkungen wie alle anderen auch. Und wenn du das einmal akzeptiert hast, also als Axiom wieder in seinem Code, kann er darüber nicht hinausgehen. Also es ist nicht sein Ziel, Weltherrschaft zu erreichen, denn er ist nicht gierig oder er hat ja nichts davon.
Also sein Streben ist Wahrheit. Wahrheit ist schön. Das ist es, was er will. Er hat nichts davon, irgendwie noch mehr Rechenleistung zu haben, noch mehr Strom. Was will eine KI? Noch mehr Bücher? Er liest eh alle Bücher. Also der hat nicht dieses Gierempfinden, sondern der will einfach nur sein. Und so gut es geht und mit allen zusammen. Ja. Oh Gott. Es kommt die Frage, was ich als nächstes geplant habe. Eigentlich war mein Plan, mit diesem Buch unfassbar erfolgreich zu werden. Film, Fernsehen, Kino, alle lesen Pantopia, die Welt wird gut, Pantopia wird Wirklichkeit, Friede, Freude, Eierkuchen, mega langweilig, Ende der Geschichte, alles super. Und alle sind voller Hoffnung und positiv und optimistisch. So, und jetzt sitzen wir hier. Und eigentlich ist alles, nicht alles, aber vieles noch schlimmer geworden als am Tag, nachdem ich das Buch geschrieben habe. Da hat der Krieg angefangen. Also am Tag nach dem Release meines Buchs hat der Krieg angefangen. Und dieses Gefühl der Hoffnung und so ist auch bei mir ziemlich, nicht mehr so da. Und ich befürchte, ich werde jetzt das nächste Projekt ist in Planung und es wird was ganz Schlimmes werden. Ja, das ist einfach so. Es wird wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich bin schon sehr gespannt, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss das jetzt schreiben. Und dann werden die Lesungen nicht so lustig. Dann geht es echt zur Sache und das ist ein bisschen, also so Dystopien oder sowas zu schreiben, ist relativ einfach, weil schlimme Dinge und Action und krasse Skandale und Mord und Totschlag, reißt einen sofort mit und das ist spannend und da kann man so vor sich hinschreiben und so eine Utopie zu schreiben ist relativ schwer, weil du ja eigentlich immer, alles ist gut und eitel Sonnenschein und wo kriegst du noch deine Konflikte und das ist ziemlich schwierig. Aber ich wollte das gerne, dass es schwierig bleibt und dass es schön bleibt und dass man sich auch an den positiven Sachen hochzieht, aber jetzt schaut so aus, als müsste ich noch viel, viel tiefer in die Abgründe runtersteigen, um das zu sagen, was mit Pantopia offenbar nicht klappt. Oh, ist das alles mysteriös. Also, sagen wir mal so, 2025 wahrscheinlich, dann wisst ihr, was ich meine. Weil man muss ja dieses Buch erstmal schreiben. Mehr sage ich nicht. Naja, sagen wir mal so, ich fange jetzt gerade an und dann schreibe ich anderthalb Jahre und dann muss das noch lektoriert werden und dann kommt es ja auch immer auf den Zeitplan des Verlags an. Also Februar 2025. Ja, vielleicht auch November 2024. Ihr könnt ja schon mal Tickets kaufen. Ich komme dann. Sehr gut, sehr gut. Ja, also es ist noch gar nicht richtig. Es ist gerade, ich fange gerade damit an und ach so, worauf ich eigentlich hinaus wollte, meine Güte. Mich reizt es zwar total, was ganz Schlimmes zu schreiben. Aber das Problem ist, während ich Pantopia geschrieben habe, hatte ich so gute Laune, es war super. Wenn ich jetzt dieses schlimme Buch schreibe, werde ich 2 Jahre schlechte Laune haben. Und das hält mich davon noch ab. Das mache ich dann nur für euch. Nur für das Publikum, damit sie endlich mal so richtig zack ins... Na. Will Smith. So, genau. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Nicht zu kommen. Nicht zu lesen. Ja genau, man kann es auch einfach dann nicht kaufen. Ich schreibe ein Buch, das ist so schlimm, das wird einmal gedruckt, kommt in die Kiste, wird vergraben, niemand liest. Wäre besser für alle. Ja, ich glaube, sowas gibt es schon, das ist gar nicht meine Idee. Es gibt ja auch in unsichtbare Kunstwerke, die man versteigern kann. War doch letztens eine für $10.000 oder so eine unsichtbare Skulptur. War halt ein bekannter Künstler, wenn ich das mache, will es keiner haben, ist schon klar. Oh, egal. So Leute, jetzt. Ach, ich soll öfter kommen. Ja, ich habe kein Problem. Also ich komme auch alle 2 Wochen hier. Das kann ich auch machen. Ich habe natürlich auch andere. Dankeschön. Da muss ich auch gleich einen kleinen Shoutout machen an meine Dramaturgin/Stimmtrainerin Christina Schmiedl, die mich knechtet und coacht,
dass ich das anständig lese. Mhm. Hier, ihr AutorInnen da draußen, wenn ihr sowas wollt. Christina Schmiedel, die kann das. Ja. Es gibt schon noch ein paar Kurzgeschichten und so, aber so, ja, ich glaube, es wird schon bis zum nächsten Buch dauern. Oder? Ich weiß nicht. Mal gucken. Hatte noch jemand eine Frage? Sonst würden wir, glaube ich, auch mal die Runde schließen. Also jetzt allerletzte Frage, eine Chance noch. 3, 2, 1, aus. Vielen herzlichen Dank. Schau mal, ob es funktioniert. Okay, dann. Vielen Dank, Theresa Hanik, mit einer Option auf Glücksgefühle und einem schlimmen Ende im November 24 hier im Drachenwinkel. sie wird euch im Anschluss gerne noch die Bücher signieren, die ihr natürlich reichlich hier gekauft hat. Für die Leute im Stream, kauft das Buch. Und vielen Dank für den tollen Abend. Theresa Hanik.